Hallo zusammen, hier ist wieder Chelan Fischi für euch hier in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen. Und zwar mit einigen Chars. Es müssten so um die 130 sein. Ich denke mal, ihr kennt es vielleicht schon vor ein paar Wochen. Es war mal wieder Timewalker-Event. Ich bin mit allen meinen Chars losgetigert, die auf Max-Level sind. Und habe zumindest eine Timewalker gemacht. Und ja. Dann werden wir mal gucken. Ich habe auch ein bisschen was anderes gemacht, außer Timewalker. Ich war mit dem Main auch im Plus, halt einen 20er Key machen, um noch ein bisschen Gear rauszuziehen. Hauptsächlich aus Teamwork-Gründen, aber naja, den Char zu gieren ist jetzt vielleicht auch nicht verkehrt. Mit dem Worry war ich LFR Fyrak umhauen für die Legendary-Waffe. Da müsste es vielleicht auch noch was geben. Und dann war ich mit dem Schurken noch im RBG. Sonst ist es aber überwiegend jetzt Stuff quasi aus den Timewalker Dungeons. Ich kann euch hier die Liste zeigen, nicht blind werden, da sind meine ganzen Chars und Accounts drin, da habe ich auch immer schön mitgezählt, was ich gemacht habe, dass ich den Überblick behalte. Diesmal habe ich so gemacht, dass ich mit jedem nur eine gemacht habe und ich glaube, nee, mit Main habe ich 7 Stück erledigt, plus die eine 20er Key sind quasi 8, also 3 Slots und mit dem Hunter habe ich noch 5 gemacht, da habe ich noch diesen Sack mitgenommen, wo man dann noch ein Item aus dem Raid bekommt, heißt, der müsste 2 Slots haben. Alle anderen haben eine erledigt und ja, insgesamt sind es 140 Dungeon-Abschlüsse, die ich letzte Woche im LFR gemacht habe. Habe aber meistens immer 2 Chars parallel mitgezogen, einfach ein bisschen schneller und auch effizienter zu sein. Gut, soweit zum Überblick. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Vault an. Das wird hier ein längerer Ritt, würde ich sagen. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, fast 5 Stunden Vaults aufgemacht. Ich hoffe, das kriegen wir diesmal ein bisschen schneller hin. Und ja, schauen wir mal rein. Also, was haben wir da Schönes drin? Wir haben natürlich 2 Sachen aus dem LFR, beziehungsweise also halt aus dem Timewalker. Und das hat halt LFR-Item-Level, also 441 jetzt hier, nichts Tolles. Und dann haben wir ein Item, das 483 ist. Und das würde wahrscheinlich am meisten Sinn machen, wenn ich das nehme. Ne, das kann ich dann in ein Tierset umwandeln und habe dann quasi das Mythic-Tierset. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Also das wählen wir jetzt gleich mal aus. Wie das aussieht, zwecks dem Set. Also was haben wir denn für einen Key gekriegt? Dämmerung des Ewigen. Ich denke, ich werde die Woche auch wieder zumindest einen Key machen, um dann halt immer so nach und nach die 483er Teile zu kriegen. Ich habe jetzt nicht sonderlich viel M Plus die Season gemacht, dementsprechend bin ich da mit dem Gear noch dezent hinten dran. Jetzt muss ich mal schnell schauen, wie das Ganze aussieht. Das kommt mal weg. So. Ich habe ja ja gut, hier fehlt mir auch noch das HC-Set und das Mythic. Okay, da muss ich dann eh nochmal umwandeln. Heißt, das tun wir jetzt erstmal noch zurückstellen. Und da muss ich mal gucken, ob ich das in Katalysator packe oder wie ich es genau mache. Juti, dann würde ich sagen, schauen wir direkt auf den nächsten Char. So, ich bin jetzt doch erstmal noch auf dem Main geblieben. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, das sind ja erstmal Handgelenke und keine Hände. Und ich kann dir ja jetzt quasi kostenlos upgrade, also was heißt kostenlos, Flugsteine muss ich trotzdem zahlen, aber nur diese und kann die Handgelenke, die ich habe, auf 483 upgraden, das machen wir jetzt mal. Dann müsste ich das Mythic T-Mog kriegen und ja, muss das gar nicht in Katalysator packen. Klar, theoretisch, die gehen dann nochmal ein paar Item-Level höher, aber das kann ich ja dann immer noch machen, wenn ich genug Katalysator-Charges offen habe, beziehungsweise könnt ihr die auch so upgraden, aber die haben halt Kack-Stats, ne? Aber dann habe ich zumindest schon mal ein höheres Item-Level an und habe das Mythic T-Mog. Juti, achso, was ich euch noch zeigen wollte, für die ganzen Vaults, die ich jetzt aufmachen will, das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon erzählt gehabt, wo ich hier quasi Timewalker Burning Crusade gelaufen bin. Man kriegt ja aus den Timewalker-Belohnungen dann die aktuellen Mythic, den aktuellen Mythic Plus Pool raus und es gibt gewisse Items, die jetzt nur temporär während der Season erhältlich sind. Und zwar sind es quasi Azerit-Slots, ne? Also wo ehemalige Azerit-Teile sind, für jede Rüstungsklasse 1. Anscheinend habe ich Platte schon, also hier ist noch ein Leder, Stoff und Kette. Und zwar ist es ja aus der Instanz Altaldasar. Und damals, als die Instanz aktiv war, gab es ja nur Azerit-Items, die würden aber jetzt keinen Sinn machen. Deswegen hat Blizzard da neue eingefügt und wenn die Season aber zu Ende ist, gibt es die nicht mehr. Die will ich kriegen und in der anderen Instanz, in der Rabenwehr, in Legion gab es keine Waffen, weil es ja da die Artefaktwaffe gab und dementsprechend hat Blizzard da halt Waffen eingefügt. Ich habe schon 2 bekommen,
das letzte Mal mit dem letzten Time Walker. Und diesmal brauche ich jetzt hier noch die Agi-Stangenwaffe. Und ich hoffe, die kann ich kriegen. Genau, das sind die Sachen, die ich haben will. Zusätzlich können da natürlich von der aktuellen Season noch andere Sachen drin sein, die ich für T-Mog brauche. Auch noch einige Items aus dem Mega-Dungeon Dämmerung der Ewigen. Und ja, da werden wir mal gucken. Vielleicht ziehen wir das eine oder andere raus. Drückt mir die Daumen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Als nächstes habe ich hier meinen Hexenmeister am Start. Und ja, jetzt gucken wir mal rein, was da Schönes im Vault drin ist. Einen Ring. So, was jetzt auch noch eine Option ist. Klar, der ist besser als das, was ich anhab, aber ich könnte mit den Chars, wo ich kein T-Mog rauskriege, diese Abzeichen hier nehmen und die dann wiederum hier bei dem Kollegen eintauschen gegen dieses Würmwappen. Da kann ich nämlich noch ein bisschen was upgraden von meinem Gear und das könnte dann relevant sein. Ich zähle jetzt mal hier das rein. WoW Thing ist das, da kann man bei allen möglichen Chars gucken, ob man nur irgendwas zum Upgraden hat. Und dafür könnte ich die nämlich brauchen, um noch einen T-Mog zu kriegen. Heißt, bei manchen Chars würde es tatsächlich Sinn machen, lieber die Marken mitzunehmen. Ja. Jetzt ist halt die Frage, gut, das ist jetzt hier der Mentior, der hat kein so ein Item, deswegen wäre es jetzt bei dem tendenziell eher wurscht. Ja. Heißt, ich könnte jetzt bei dem Char hier auch den Ring nehmen. Ne? Der hat nichts, was ich da noch großartig upgraden könnte. Wobei, das ist... Ach nee, das ist schon auf 5 von 8, ne? Also, ja, gut. Dann nehmen wir jetzt hier den Ring. Aber ich muss ein bisschen aufpassen bei manchen Charakteren, dass ich lieber hier diese Abzeichen nehme. Bei dem nehmen wir jetzt halt den Ring, hat ein bisschen Item-Level-Upgrade. Ist jetzt auch nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Halt, warte mal, der andere ist höher. Machen wir es so. Gut, guck mal weiter. Als nächstes habe ich dann hier den Priester. Hoffen wir mal, dass wir da vielleicht diese Stoffbrust rauskriegen, oder? Oder Kopf war's? Nee, was haben wir? Da haben wir einen Rücken. Jetzt gucke ich mal schnell bei dem Priester, ob ich dann irgendwas noch zum Upgraden habe. Nee, da ist jetzt auch nichts dabei. Dann nehmen wir den doch, oder? Jetzt schauen wir mal, was habe ich schon an? Nee, ich habe tatsächlich was Höheres an. Heißt, der wird mir auch nichts bringen. Komm, wir nehmen jetzt einfach die Marken. Und wir können sie direkt umwandeln, sonst vergesse ich es, glaube ich, eh. Vielleicht kriege ich ja mit dem nur irgendwas. Also kaufen wir die und setzen die einmal ein. Und dann können wir weiterschauen. Dann habe ich hier einen Druid. Da muss ich jetzt auf jeden Fall auf Wächter stellen, weil wir wollen ja diese Stangenwaffe haben. Ich hoffe, die ist diesmal drin. Nee, was habe ich denn da gekriegt? Nochmal einen Umhang. Item-Level technisch wäre das eigentlich ehrlich gesagt kein Upgrade. Jetzt muss ich mal in meiner Liste schauen, ob der irgendwelche Items noch hat, die höher sind. Nee, hat er auch nicht. Komm, dann nehmen wir da auch die Marken, tauschen die ein. Es wird ja bestimmt noch das ein oder andere Mal Time Walker kommen. Da vielleicht kann ich sie da noch brauchen. Ich bin ja schon ein bisschen überlegen, ob ich die Marken liegen lasse. Ich könnte ja dann auch die Goldsachen nehmen, wären 2k Gold. Aber dann verliere ich den Überblick bei so vielen Chars. So, als nächstes haben wir hier den Magier. Übrigens, ich habe gerade polierte Haustierglücksbringer mit dem Twink hier aus dem Postkasten gezogen. Liegt dran, die haben die alten Haustierglücksbringer aus MOP, WoD, Legion, haben die jetzt quasi umgewandelt zu den neuen. Ne? Also vielleicht guckt ihr da auch mal, ob ihr da was rumliegen habt. Juti, der Magier hat jetzt hier ein Trinket. Das haut mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht vom Hocker. Jetzt gucken wir mal. Der hat nichts zum Upgraden, aber das Trinket... Ja, komm, dann nehmen wir das Trinket-Scheiß drauf. Dann hat er zumindest ein bisschen besseres Gear. Weiß auch gar nicht. Wenn ich jetzt ein normales Gear-Item da rausziehe, das, wenn ich das in einen Katalysator packe und upgrade, dann könnte ich wahrscheinlich auch noch einen T-Mog bekommen. Dann haben wir als nächstes den Worry. Mit dem bin ich ja auch dran, diese Legendary-Axt zu farmen bei Fyrak. Und ja, der hat halt 2 Slots. Ne? Jetzt hat er hier einen Ring drin. Und hier hat er einen Streitkolben, heißt, wir nehmen das Ding. Jetzt will ich sogar 4 Teile hier bekommen, aber ja, das ist ein T-Mog mehr, ne? Ist jetzt hier eine Zweienwaffe, werde ich natürlich nicht anziehen. Was habe ich denn drin? Ach, ich habe Waffen drin, na gut. Eine Tank-Schildhand oder Ding wäre auch nicht schlecht gewesen, aber egal, habe ich zumindest hier ein Mog-Teil. Bin ich gerade überlegen, ob ich genug... Nee, da habe ich nicht genug Marken, ne, um das nur abzugraden. Aber das lassen wir jetzt hier mal unten. Eventuell kann ich das nochmal irgendwann upgraden und dann kriege ich nochmal ein Mog-Teil raus. Sudela, dann haben wir hier einen Hunter. Jetzt würde ich sagen, ich stelle mal hier auf Überleben. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, diesen Stab, Stangenwaffe, irgendwas, irgendeine Agi-2-Waffe zu bekommen. Ah ja, genau, mit dem hatte ich 2 Keys gelaufen.
Beziehungsweise habe ich zwei verschiedene Belohnungen, weil ich 5 Timewalker Dungeons war, so rum. Okay, wir hätten einen Umhang, der bringt mir nichts. Und dann hätte ich aber aus der Dämmerung der Ewigen einen Kopf und der bringt mir noch einen T-Mog. All the Things spinnt zwar jetzt mal wieder ein bisschen, aber unten steht dran, die Vorlage habe ich nicht. Heißt, die können wir jetzt hier mal rausnehmen. Und anlegen brauche ich sie, denke ich, nicht, weil ich habe da ja schon ein höheres Tierteil an, aber zumindest ein T-Mog mehr. Wunderbar. Okay, hier ist gerade WoW gedisconnected. Schwierig. Als nächstes haben wir dann noch einen Shami. Muss ich mal gucken, was da Schickes drin ist. Gut, da brauche ich jetzt, glaube ich, nichts umstellen, waffentechnisch. Okay, wir haben einen Ring. Der bringt mir jetzt nicht viel. Schauen wir mal Item-Level technisch. Was war das gerade? Ja, okay, wäre ein geringes Upgrade. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendein Item mit dem habe. Ja, ich hätte 2 Sachen, die ich theoretisch upgraden könnte. Heißt, wir nehmen nicht den Ring, sondern die Marken. Dann muss ich gleich mal gucken, ob das sogar direkt reicht. Also, da haben wir die Marken, dann nehmen wir das Ding hier. Und zwar müsste ich einen Kopf haben, genau, der ist auf 460. Und mit diesem Traumwappen des Würms müsste ich die einmal in den Katalysator, nee, nicht in den Katalysator, sondern in den, in das Upgrade-Ding reinstecken können. Hier und danach müssten wir sie in den Katalysator packen können, oder? Jetzt muss ich mal gucken. Das Normal Set habe ich schon, dass wir jetzt keinen Käse machen. Also Normal Kopf habe ich und das gibt dann den HC-Kopf. Gut, also dann graden wir es einmal ab. Traumwappen des Drachens brauche ich da. Achso, ich müsste es dann noch auf... Naja, gut, okay, da muss ich noch was farmen, das hilft nichts. Ich habe jetzt quasi den Zwischenschritt. Ne? Ja gut, da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Gut, jetzt habe ich mir schnell die Crest besorgt und den Helm auch schon abgegradet auf 467. Wenn wir den jetzt reinpacken, dann kriege ich den HC-Helm raus. Und um diese Marken zusammenzukriegen, habe ich unter anderem den World Boss Fix umgehauen und habe noch ein hohes Item gekriegt, das 460er hier. Und das tun wir jetzt auch gleich schon mal upgraden. Wenn ich dann mal wieder irgendwann über einen Time Walker die HC-Tokens kriege, dann kann ich das am Ende auch noch upgraden. Okay, ich habe schon wieder hier ein Disconnect. Sudala, jetzt bin ich auf dem nächsten Char, hier ein Evoker. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht so viele Disconnects mehr kriege. Seit dem Patch ist da irgendwie der Wurm drin. Und was haben wir hier Schönes? Einen Stab aus dem immergrünen Floor. Zeigt er mir jetzt kein T-Mog an. Jetzt gucke ich mal schnell noch, wie es ausschaut. Und zwar eventuell habe ich mit dem ja auch ein Item, was ich umwandeln kann. Also was brauchen wir denn? Wir brauchen Evoker. Und das ist jetzt der Drackler. Ja, der hat einen Umhang theoretisch, den ich aufwerten kann. Warte, ich ziehe es euch mal nochmal kurz rein. Also ihr seht, hier habe ich den Umhang. Der ist auf 54, der müsste halt dann auch hoch auf 67. Ja, gut, dann nehmen wir hier die Marken und dann muss ich jetzt halt mal über die nächsten Wochen die kleineren wahrscheinlich noch zusammenfahren. Muss ich jetzt mal noch schauen, wie viel ich da rumliegen habe. Also das halt, das kaufen wir, die können wir einsetzen und dann schauen wir doch gleich mal. Ja gut, ich habe nur 18 von den kleinen, ne? Also da muss ich, oder mittleren Marken, da muss ich dann nur einige farmen, dass wir das zusammenkriegen. Ich habe übrigens gerade verkackt, ne? Meine Evoker heißen zugleich, der eine hieß Darkler und der andere hieß Drackler. Und das war der falsche Char eben. Naja, egal. Die Marken kann ich bestimmt auch irgendwann mal so brauchen. Gut, wir haben jetzt hier einen Monk. Oh, ich hoffe, dass ich auf... ich hatte Windwalker drin. Kacke. Ja gut, aber es war eh ein Ring drin. Bei dem Char, der Ring, ja, wäre ein Upgrade. Jetzt gucke ich mal hier... Francis Drake habe ich, glaube ich, nur einen. Also da können wir uns dann nicht versehentlich vergucken. Und der hätte eine Taille, auch von dem World Boss. Heißt, hier nehmen wir doch auch wieder die Marken raus. Und dann muss ich mal gucken, inwieweit ich da schon genug Stuff habe, um das direkt abzugraden. Jetzt gucken wir mal. Also ich habe hier die Taille, ne? Die müsste ich zweimal upgraden. Und ich habe natürlich keine Wappen mehr, ne? Weder vom Drachen... Okay, heißt, da muss ich jetzt erstmal noch ein paar Wappen holen. Gut, ich habe die Marken jetzt besorgt. Jetzt können wir das Ding einmal upgraden.
Und dann müssen wir sogar zwei T-Mogs kriegen, ne? Ich kriege jetzt einmal das T-Mog von dem Normal-Boss. Und wenn wir es in den Katalysator packen, müssen wir noch einen Mog kriegen. Ich habe jetzt auch wieder den World-Boss umgehauen und sogar wieder einen Teil gekriegt. Also wenn, dann hatte ich ziemlich Glück. Oder es ist die Woche irgendwie so, dass man bei jedem Kill einen Teil bekommt. Weil das könnte ich auch zweimal upgraden, ne? Wenn ich dann nochmal so Marken hätte. Und könnte dann nochmal ein HC-T-Mog-Item mitnehmen. Beauty, dann packen wir es hier einmal rein, das Ding, in den Katalysator. Und ja, seht ihr, da kriege ich jetzt quasi noch ein Mock-Teil. Wunderbar. So, okay, das müsste nämlich jetzt... Ah ja, seht ihr, hier einmal der Gürtel. Als nächstes sind wir dann mit dem Demon Hunter unterwegs. Und mal gucken, was da Schönes drin ist. Ich glaube, Lootspec ist relativ wurscht. Also, was haben wir denn? Ach, ich habe ein Tierset, kriege ich da raus. Ja gut, das wäre schon ein Upgrade. Jetzt gucke ich mal, ob der noch irgendwas rumliegen hat, was er upgraden kann. Das ist der Taylor DH. Wo haben wir ihn? Ich hätte mit dem Schuhe. Ja, dann nehmen wir die Marken. Dann scheiß auf Setting. Das wäre zwar, wie ihr seht, ist ein gutes Upgrade für den, aber T-Mog ist mir da doch wichtiger, was diese Twinks da in Gear haben. Ist jetzt nicht so wichtig. Gut, dann gucken wir mal. Das mit dem DH können wir vergessen. Ich habe mich wieder verguckt. Es war doch der falsche DH. Aber ich sage euch zu meiner Verteidigung. Ich habe einige Chars, die ich Taylor DH genannt habe. Also will ich bloß... Warte mal, ich kann euch das hier mal zeigen. Seht ihr das? 1, 2, 3, 4 heißen allein Taylor DH. Und ich hatte auf dem falschen... Auf dem Taylor DH hatte ich das Item und ich war auf dem Taylor DH, also ja gut. Jetzt habe ich schnell den World Boss umgehauen für ein paar Marken. Es gab diesmal kein Item, heißt, es ist nicht jedes Mal eins drin. Man hätte es sich fast denken können, anscheinend hätte ich zweimal Glück. Gut, dann haben wir hier den Mention auf Anto und jetzt habe ich mich aber nett verguckt. Der hat tatsächlich noch Hände, die ich weiter upgraden kann. Hier, das sind Handgelenke. Jetzt gucken wir mal. Ja, die werden ein bisschen besser, aber wir nehmen jetzt die Marken. Und hier ist es aber, so wie ich sehe, dass die Hände nicht ganz so hoch sind, oder? Jetzt schauen wir mal. 63. Wobei, dann muss ich die ja nur um 1 nochmal erhöhen. Moment, dann müsste es ja gleich schon passen. Dann müssen wir nur die Dinger holen und dann hatte ich mich da verschaut. Ich dachte, die sind 53, aber nee, die sind ja 63. Heißt, wir brauchen bloß die Würmwappen und können die dann direkt zu einem HC-Item machen. Jetzt muss ich bloß gucken. Das Item an sich ist jetzt noch kein Tierset. Heißt, ich könnte da sogar zwei Dinger rauskriegen. Jetzt schaue ich bloß nochmal schnell nach. Im Normal habe ich die Hände. Ja, okay. Gut, also dann packen wir die einmal rein. Ja, okay, ich habe keine Flugsteine. Das ist natürlich jetzt belastend. Ja gut, dann hauen wir den World Boss doch kurz um. U-Team. Also, dann können wir es jetzt upgraden. Ich konnte gerade noch eine Quest abgeben und habe da ein paar Flugsteine gekriegt, was ganz gut war. Sodala. Also, dann haben wir das erste T-Mog. Und jetzt müssen wir es nur einmal in den Katalysator packen. So, dann schauen wir mal. Ja, genau, dann gibt es das Set. Der hat sogar 6 Aufladungen. Anscheinend habe ich mit dem noch nie großartig was umgewandelt, so wie es aussieht. Okay, gut, hätten wir das auch. Jetzt schauen wir mal kurz rein. Ja, da haben wir das HC-Item. Dann haben wir als nächstes einen Priester. Und jetzt checke ich gleich schon mal, ob wir mit dem was haben zum Upgraden. Nee, es sieht nicht danach aus. Hier hätten wir jetzt einen Brust-Item. Jetzt gucken wir mal, wie es upgrade-technisch aussieht. Ja gut, also das bringt eigentlich gar nichts, wenn ich mir das hole. Dann nehmen wir trotzdem die Marken. Vielleicht kriegen wir mal noch irgendwann ein Item. Und dann gucken wir mal. Also die Marken. Dann haben wir noch einen Demon Hunter am Start. Und seht ihr, der heißt auch wieder Taylor DH. Jetzt muss ich mal gucken. Was haben wir denn hier? Wir hätten hier den Tierkopf. Aber da habe ich Normal und HC schon. Jetzt muss ich bloß gucken. Das ist jetzt der Taylor DH auf Antonidas, den ich vorher gucken wollte. Jawollo. Also, dann nehmen wir das hier mal raus.
Ja, das wäre natürlich auch ein schönes Upgrade, ne? Nichts. Da können wir nichts sagen. Aber ich nehme natürlich lieber das T-Mog mit. So, also was haben wir mit dem? Mit dem haben wir die Schuhe. Heißt, ich bräuchte, weil es jetzt auf 460 ist, wieder 15. Also 15 Würm habe ich mir jetzt gerade geholt. Und dann bräuchte ich noch 15 Drachen und die holen wir uns schnell vom World Boss. Gut, das T-Mog habe ich jetzt gerade schon bekommen. Anscheinend hatte ich die schon im Katalysator geupgradet. Habe die jetzt mal kurz noch auf 467 hochgeupgradet. Und ja, T-Mog gab es quasi jetzt dann auch mit dazu. Und jetzt haben wir hier ein HC-Teil. Als nächstes haben wir einen Schurken. Und dann gucken wir auch nochmal in den Vault rein. Ich gucke mal nebenbei schon mal in meine Liste. Aber so wie es ausguckt, nee, hat der... Oder? Wer ist denn das? Ist der Black Lady auf... Ah, der hat hier den Umhang, ne? Aha, also den könnten wir upgraden. Der ist auch schon im Katalysator gewesen, so wie es aussieht. Die Schuhe bringen mir kein Mock. Jetzt hoffe ich mal, dass der noch ein paar Marken rumliegen hat, dass ich die gleich upgraden kann. Aber wahrscheinlich muss ich wieder zum World Boss rüber. So, also. Doch, seht ihr. Ich habe Welpen und Würm, perfekt. Drachen habe ich auch noch rumliegen. Dann können wir direkt upgraden gehen. Muss bloß immer gucken, ne, ob ich davor oder danach upgrade, je nachdem, was es für ein Item ist. Aber das müssten wir gleich können. Also, hier... Das ist eigentlich ganz angenehm, ne? Dann, wenn ich kein T-Mog aus dem Vault rausziehe, kann ich halt Sachen auf HC upgraden und krieg halt dadurch einen Mog. Das ist gar nicht schlecht, so als kleiner Joker, ne? Gut, dann haben wir noch einen Druid und hier müssen wir auf, stellen wir mal auf Wächter um. Und zwar will ich ja hier den Stab haben. Ich bin bei den meisten Druid auf Heal gestellt, weil ich vom World Boss was brauche und ja... mir da so ein bisschen was verspreche. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Druid. Druid sieht schon sehr gut aus, weil halt mein Main Druid ist, ne? Und ich dementsprechend hier normal im LFR fertig bin. HC habe ich auch schon ein bisschen was. Mythic habe ich jetzt das ein oder andere schon. Dementsprechend, ja. Also, da brauche ich... Ich bin jetzt gerade überlegen, macht's... Nee, da macht es wahrscheinlich gar keinen Sinn, die Marken zu behalten. Dann nehmen wir lieber den Ring. Ich denke mal, wenn ich immer eine M plus die Woche mache, dann kriege ich das Mythic... Und auch das HC-Set soweit durch bis zum Ende der Season. Gut, dann weiter. Als nächstes haben wir einen Worry. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Und dann schaue ich mal. Also das ist jetzt der Spartacus. Der hätte einen Gürtel theoretisch, den er upgraden könnte. Hier ist einfach nur eine T-Brust drin. Die brauchen wir nicht. Da habe ich anscheinend schon soweit die Sachen. Und jetzt müssen wir dann gleich mal gucken, inwieweit der die Marken schon hat. Also, das hier ist einmal der Gürtel, der wird auch vom... Ne, der ist nicht mal vom World Boss, der ist anscheinend auch aus dem Raid. Der hat sogar Movement Speed drauf. Ich hab Drachen. Ah, das ist doch sehr schön. Seht ihr das? Ich hab Abzeichen. Also da werden wir wieder zwei T-Mogs rauskriegen. Und zwar einmal, jetzt wenn ich es upgrade... Halt, stopp, wir können gleich auf zwei Stufen upgraden. So, jetzt habe ich quasi von dem Boss das Mock-Teil, ne? Also von dem Lardoa Bewahrer der Flamme. Und wenn ich jetzt noch zum Katalysator hochgehe und in ein HC-Teil umwandle, dann müsste ich auch noch das Mock-Ding kriegen. Jetzt gucken wir mal, der dürfte da aber nichts haben, oder? Jetzt schauen wir mal. Normal, genau, HC, da geht dann noch was. Gut, dann schauen wir gleich mal. Also, das Ding möchte ich halt, machen wir das mal so. Nochmal ein T-Mog-Item. Wunderbar. Dann haben wir noch einen Druid am Start. Also, da... Oh, halt, stopp, ich muss ja... Ah, seht ihr, jetzt fast verkackt. Einmal auf Wächter umstellen. War schon so ein bisschen Brain-AFK hier. Aber wir müssen ja gucken, dass wir die Stangenwaffe kriegen oder den Stab. Okay, das ist jetzt einfach hier eine Brust. Gut. Die Marken bringen mir auch nichts. Ich könnte natürlich die 2K Gold nehmen, ne? Das wäre auch eine Option. Aber, ja, komm, scheiß drauf. Kriegt ihr ein Gear-Item. So, dann haben wir noch ein DK. Muss ich jetzt auch gleich mal nochmal abchecken, wie es aussieht. Das ist genau der einzige DK, den ich habe,
der ein Item hätte zum Upgraden. Schauen wir mal. Das Ding habe ich auch. Okay, dann ist das eine klare Geschichte. Oder ja, das ist der richtige Char. Und jetzt kaufen wir uns nochmal die Marken. Hoffe ich mal, dass er genug Drachen noch hat. 25 Drachen, sehr schön. Und das müsste eigentlich ein Set-Teil sein. Genau, das ist nämlich hier die Brust. Die habe ich schon mal umgewandelt, so wie es aussieht. Und die können wir jetzt einmal nehmen und in quasi HC upgraden. Oder auf HC upgraden, so rum. Wunderbarst. Dann sind wir mit dem auch wieder durch. Sudala, noch ein Druid. Den stellen wir auch wieder auf Wächter um. Und komm, jetzt gib mir endlich mal die Agi-2-Waffe. Ah, ein Z-Kopf. Ha. Ja gut, also das macht gar keinen Sinn. Ich habe denselben Kopf an. Naja, dann nehmen wir die Marken. Bin ich halt am Überlegen, poker ich oder nehme ich's Gold? Komm, ich nehme die Marken. Die 2k Gold bringen mir jetzt nicht so viel. Eventuell kann ich es immer nochmal brauchen. Dann haben wir den Pala am Start. Jetzt gucken wir mal. Paladin. Habe ich da irgendein Item, was Sinn machen würde? Okay, das hier habe ich anscheinend auch schon. Moment mal. Das wird sogar Sinn machen. Gut, dass ich geguckt habe. Das Problem ist, seht ihr, All the Things spackt irgendwie rum hier. Das zeigt es auch nicht an. Aber das Item habe ich. Gut, dass ich geguckt habe. Beim Paladin fehlen mir nämlich nur noch Hände, seht ihr. Sowohl im LFR als auch im Normal. Und dadurch, dass das hier Hände sind, 441, können wir die nehmen, in den Katalysator packen, müsste ich LFR Item Level bekommen. Und wenn wir sie dann noch upgraden, dann müsste es auch noch HC, Normal Item Level kriegen. Ja gut, markentechnisch schaut es jetzt schlecht aus, aber da, das lässt sich farmen. So, oder jetzt lass mal gucken. Also, die packen wir jetzt rein, die Hände. Genau, das ist das Normal. Das LFR-Set, pardon. Das, irgendwie ist das verwirrend, dass hier HC dran steht, ne? Aber das quasi, weil ich ja Timewalker Dungeons gemacht habe und das auf dem HC-Level dann im Vault läuft. Deswegen ist es immer ein bisschen weird. So, jetzt müssten wir damit das LFR-Set fertig haben. Wo ist es? Ne, das ist Elite-Set. Hier. Damit haben wir das fertig. Und Normal, seht ihr, steht dran, dass es fertig ist. Aber anscheinend habe ich das durch ein anderes Item gemacht. Wenn ich das upgrade, kriege ich noch eine andere ID vom Normal-Set. Und die holen wir uns natürlich auch noch. Aber dazu muss ich wohl einige Marken sammeln. Also da brauche ich jetzt 15 Drachen und ich glaube 45 Welpen. Mal gucken, da schauen wir mal, wie viel wir zusammenkriegen. Gut, jetzt bin ich eine Weile rumgestiefelt und habe die Marken besorgt. Jetzt haben wir insgesamt nach dem Umwandeln 16 von den Drachen und 46 von den Welpen. Das ist die Anzahl, die wir brauchen. Und jetzt können wir die Handschuhe noch auf quasi Rang 5 upgraden und kriegen dann nochmal einen Chemok. Als nächstes haben wir noch einen Paladin hier am Start. Jetzt gucken wir mal. Genau, Waffen muss ich eigentlich nicht umstellen. Das ist soweit wurscht. Und was ist da Schönes drin? Ein Ring. Den brauche ich nicht. Jetzt könnte ich mal noch gucken, ob ich irgendwas mit dem noch habe zum Upgraden. Aber so wie das aussieht, nein. Schauen wir mal, was der da anhat. Ja, komm, wir nehmen den Ring-Scheiß drauf. Dann haben wir nochmal einen Druid. Ah, der ist schon auf Wächter umgestellt. Wunderbar. So, Zweihand-Agi-Waffe. Wäre doch jetzt nicht schlecht. Na, was ist denn das? Handgelenke. Die brauchen wir nicht. Da habe ich halt auch schon bessere. Ja, komm, dann nehmen wir die Marken. Was willst du machen, ne? Bringt mir alles nichts. So, dann nehmen wir hier die Upgrade-Tokens. Vielleicht können wir es irgendwann mal brauchen. So, oderla, dann haben wir nochmal einen Paladin. Ah, was haben wir da Schönes drin? Warum kriegt denn die ganze Trinkets und Ringe und sowas?
Jetzt gucke ich mal schnell in meine Auflistung. Nee, mit dem habe ich, glaube ich, auch nichts, was ich nur irgendwie upgraden kann. Nee, okay. Ja, Komm, dann nehmen wir das Trinket. Hat er zumindest ein bisschen was, was ihn verstärkt. Gut, dann haben wir noch einen Schurken. Jetzt gucken wir mal, hat der noch was? Dark Teli. Oh, hier hätte ich Handgelenke, die ich eventuell upgraden könnte. Jetzt ist hier einmal der Kopf drin. Der wäre sogar nicht mein Upgrade. Heißt, wir nehmen hier die Token und dann muss ich mal gucken, was der rumliegen hat. Ich hoffe, dass der noch ein paar Wappen von der niedrigeren Stufe hat. Sonst wird das wieder eine arge Gefarmerei werden. So, wunderbar. Und zwar hätten wir hier die Handgelenke, ne? Gut, die sind jetzt auf 4,57. Heißt, ich brauche von den Drachendingern 30 und 15 Würm. Die 15 Würm habe ich mir jetzt eben geholt. Ah, ich kann fix den World Boss umhauen. Das geht relativ zügig. Gut, ich habe den Endboss oder den. Nee, nicht Endboss, den World Boss fix umgeklatscht. Und jetzt können wir das einmal upgraden. Und schon auf 5. Und haben dann das Ding im HC-T-Mock. Jetzt schauen wir mal einmal rein. Also, da haben wir es. Jetzt habe ich den Rücken und hier einmal die Handgelenke. Und die Schuhe hatte ich auch noch beim Boss eben gekriegt, aber da habe ich jetzt leider nicht mehr genug Würmmarken. Die machen wir dann beim nächsten Time Walker Event, hätte ich gesagt. Als nächstes haben wir den Warrior. Und auch bei dem gucken wir mal rein. Vielleicht haben wir was Schönes mit dabei. Hosen. Okay, jetzt schaue ich mal meine Übersicht. Nee, da habe ich alles. Das ist jetzt Hatze und der hat. Nee, der hat kein Teil. Würden ihm die Hosen irgendwas bringen? Ja, die wären schon besser. Ja, gut, dann machen wir das doch mal so. Lassen wir einmal die Hosen anlegen und dann gucken wir weiter. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Demon Hunter. Da gucken wir jetzt gleich nochmal nebenbei rein, wie es ausschaut. Was haben wir denn da gekriegt? Ein Set-Teil. Und das ist jetzt der Täler mit diesem komischen Wellending, wo ich mittlerweile selber nicht mehr weiß, wie ich das gemacht habe. Das mit irgendeiner Tastenkombination. Ja, gut, aber da haben wir jetzt ehrlich gesagt auch nichts, was ich brauchen würde. Jetzt gucken wir mal. Ja, komm. Kriegt er ein bisschen Gear, der Char. Haben wir nichts zum Upgraden auf dem Boost-Täler hat. Wait. Hä? Moment. Warum hat denn der jetzt ein Thema klar ruhig gekriegt? Schultern? Oh! Ups, ich hätte vielleicht mal runterscrollen sollen, ne? Ich habe hier die Übersicht gehabt und dachte mir, ah, ich habe ja alles. Ich habe eine Schulter noch gebraucht. Gut, dass ich es genommen habe. Ups, hä, wurde aber jetzt eben hier nicht angezeigt, oder? Bin ich jetzt blöd, dass ich es noch gebraucht habe? Ja, okay. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Gut, natürlich wusste ich brauchte die Schulter noch. Dann haben wir noch einen Monk. Machen wir auch nochmal rein. Diesmal sollte ich vielleicht ein bisschen genauer gucken, wenn ich noch irgendwas brauche. Oh, ein Trinket. Ich glaube, das habe ich mit dem Main auch, das Trinket tatsächlich. Jetzt schauen wir mal. Das ist der Monkeys. Und der hätte aber Schultern, die ich upgraden könnte. Heißt, da nehmen wir das Trinket nicht, sondern die Marken. Und, warte mal, die kaufen wir. Ich hoffe mal, ich habe noch ein paar Welpen. Nee, hier Drachenabzeichen brauche ich ja zum Upgraden. Nice, ich habe 35 Drachenabzeichen. Das ist jetzt sehr schön. Muss ich nicht rumfarmen gehen. Okay, also das sind einmal die Schultern. Die sind noch nicht umgewandelt. Bedeutet, ich könnte mir jetzt gleich mehrere T-Mogs holen. Einmal durchs Upgraden. Und dann packe ich ihn auch noch in den Vault rein. Nicht in den Vault, in den Katalysator. Und müsste noch ein Thema kriegen. Also jetzt ist es nämlich auf HC-Item-Level. Und ja, Schultern habe ich nicht. Genau, packen wir die da noch mit rein. So, jetzt schauen wir mal, wo haben wir es denn? Also, hier haben wir einmal die Schultern. Also seht ihr, da kriege ich jetzt das HC-Mock raus. Ach, schon mal, der hat schon 8 Aufladungen. Da geht was. Gut, dann hätten wir das auch noch. Dann haben wir hier nochmal einen
Demon Hunter, Boost DH, das kommt mir jetzt irgendwie gerade bekannt vor, da habe ich glaube ich vorhin geguckt, bei dem bräuchte ich noch was. Der hat jetzt auch einen Tierset hier drin, und zwar die Chest. Ja, ich musste eigentlich fast nehmen, ne? Also ich zeige euch mal mein Dilemma. Ich habe jetzt hier Chest im Normal und im Normal und im LFR. Die beiden brauche ich. Heißt, ich könnte die jetzt auch von LFR auf Normal upgraden, wird die beiden kriegen. Oder ich nehme die Marken und kann hier die HC-Schultern nehmen. Aber die kann ich auch wahrscheinlich irgendwann anders nochmal upgraden. Ich glaube, ich nehme einfach die Brust und gut ist. Und gut ist. So, wunderbar. Können wir die wahrscheinlich auch gleich anlegen. Und dann muss ich mal gucken, wie es markentechnisch aussieht. Gut, der hat jetzt 21 Drachen. Da muss ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen was farmen gehen. So, jetzt habe ich mit dem noch ein paar Marken gefarmt. Und jetzt müsste es eigentlich klappen, dass wir das hier noch upgraden können. Und zwar hier auf 5. Und dann haben wir jetzt auch das Demon Hunter Set im Normal fertig. Also LFR und Normal ist durch. Juti, jetzt haben wir hier noch einen Druid. Stellen wir da einmal auf Wächter um und gucken, was wir hier Schönes drin haben. Vielleicht jetzt endlich mal diese Zweihandwaffe, ne? Nee, einen Helm. Ja, gut, aber da brauche ich jetzt gar nicht nachgucken. Druid, da kann ich ihn eigentlich direkt nehmen. Haben wir zumindest ein Gear-Upgrade mit dem, ne? Schadet ja nicht. Dann haben wir einen DK am Start. Schon mal so grob drüber. Hey, der hat dasselbe Trinket drin wie der andere Char vorhin, ne? Jetzt gucken wir mal, wie es bei DK aussieht. Nee, da habe ich überhaupt nichts, was ich upgraden kann, was irgendwie Sinn macht. Zumindest laut meiner Tabelle. Und das Ding auch nicht. Ja, okay, dann nehmen wir doch das Trinket, oder? Scheiß drauf. Upgrade-Item macht, denke ich mal, auch wenig Sinn. Ich habe zwar schon zwei ganz in Ordnung. Ja, na gut. Nehmen wir das. Muss ich wenigstens nicht benutzen. Gut, dann haben wir nochmal einen Druid. Den stellen wir natürlich auch wieder auf Wächter ein. Halt, Wächter. Und hoffen auf die Zweihandwaffe. Ah, ich krieg eine Hose. Naja, komm, die können wir nehmen. Das ist ja bei Druid jetzt eh nichts mehr, was ich da großartig upgraden müsste. Dann haben wir nochmal einen Druid. So, wieder auf Wächter gestellt. Gut, jetzt haben wir heißt mal Daumen drücken. Das kann ja nicht so schwer sein, dass das mal drin ist. Ne, ich habe eine Brust gekriegt. Belastend. Na gut, hilft ja nichts. Dann nehmen wir das Ding. Ist zumindest ein kleines Upgrade. Theoretisch könnte ich es für den dann auch noch in den Katalysator reinpacken. Für Set, aber... Als nächstes haben wir einen DK am Start. Und zwar haben wir hier diesen Mechler. Da schaue ich jetzt bei den DKs mal durch. Nö, brauche ich nichts mehr. Beine würde ich aber brauchen fürs Set. Das sind aber jetzt hier keine Beine. Schauen wir mal, was habe ich... Bap, 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 bap. Naja, komm, nehmen wir's. Was soll der Geiz? Haben wir nochmal irgendein Set-Item? Ist jetzt vielleicht auch nicht so verkehrt. Ich war gerade im Überlegen, ob ich die Drachenwappen nehme, ne? Weil das ist ja auch eine Möglichkeit, falls ich dann irgendwann mal die Set-Beine kriege, aber dass ich es halt genau auf dem DK bekomme, ist wahrscheinlich auch eher, wäre dann schon ein ziemlicher Zufall. Sudela. Als nächstes haben wir einen Schurken. Und dann gucken wir doch mal rein. Teli ist das. Der hätte sogar zwei Sachen, die ich upgraden könnte. Ha, warte mal, jetzt gucken wir nochmal. Nicht, dass ich wieder auf dem falschen Char bin. Teli, Antonidas, Schuhe und Hände müsste er haben, ja. Hände, genau. Und Schuhe. Ja, gut. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier die Marken. Und da muss ich mal gucken, wahrscheinlich muss ich jetzt wieder die ein oder andere Marke farmen, dass wir das Zeug upgraden können. Also, wir holen jetzt erstmal die Dinger hier. Und dann tigern wir mal los. Beziehungsweise schauen wir gleich mal rein, wie viel habe ich an Marken? 10. Ja gut, haben wir den World Boss um, oder? Das wird eine schnelle Nummer. So, Dollar Marken haben wir eingetütet. Dann würde ich sagen...
Nehmen wir mal die Hände, oder? Schuhe gibt es, glaube ich, beim World Boss immer. Graden wir die mal ab. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal das Mock von den Händen. Oh, Shrook hat jetzt schon 3 Sachen, ne? Gar nicht schlecht im HC. Und, aber im Dings, seht ihr, im Normal brauche ich da, oder im LFR brauche ich da noch was. Sollen wir mal gucken, ob ich an die Sachen noch irgendwie rankomme. Gut, dann haben wir wieder einen Druid. Den stellen wir natürlich wieder auf. Warte mal, ich stelle mal auf Wildheit. Es müsste zwar bei beiden drin sein, aber einfach fürs bessere Gefühl, ne? Auf Wildheit. Hier so ein dreckiger Kopf. Haben die nicht mal gesagt, man kriegt im Laufe der Season immer weniger Tierzeug raus, auch aus dem Vault? Also irgendwie merke ich da nichts von. Dann haben wir dann Monk am Start. Ich habe jetzt schon mal umgeschalten auf Braumeister. Und jetzt gucken wir auch mal in meine Liste rein. Das ist jetzt der Centus. Ah, das. Ah, nee, beim Centus habe ich nichts, was ich brauche. Und die Schuhe, die brauche ich eigentlich auch nicht. Jetzt gucke ich nochmal grob drüber. Nee, die sind schon abgegradet. Nee, da ist jetzt nichts dabei. Na komm, dann nehmen wir doch die Schuhe. Was soll der Geiz? Beim Kung Fula und beim Magtela, da muss ich dann die Marken nehmen. So, dann haben wir nochmal einen Druid. Stellen wir wieder auf Wächter um. Da brauche ich jetzt gar nicht nachgucken. Da haben wir jetzt eh nichts Tolles. Und was haben wir hier? Hände. Ja, gut. Wieder nix. Weil ich habe schon 4 41er Hände. Weißt du was? Naja, da müsste ich eh zum Katalysator mal fliegen. Aber wenn ich kein T-Mog krieg, einfach nur für die Twinks, das ein Set haben. Naja, das rentiert sich auch nicht, dahin zu fliegen. Nehmen wir das Upgrade-Ding einfach. Vielleicht kriegen wir ja durch Zufall irgendwann mal was. So, dann haben wir noch einen Shami. Gucken wir mal, ob der mit in der Liste steht von Items. Das ist jetzt Agara. Nee, der hat kein Item. Was haben wir hier? Eine Taille. Was brauche ich denn? Schultern und eine Brust würde ich brauchen. Das ist jetzt auch 441, hat sogar Lifesteal drauf. Na, da haben wir eh nichts. Ja, komm, wir nehmen die Marken. Da ist drauf. Eventuell kriegen wir da noch irgendwann mal ein Item. Dann sind wir froh, wenn wir sie haben. So. Dann haben wir noch einen Mage hier am Start. Das ist einmal Fortunarel heißt der. Und wo haben wir dich? Magier. Oh, da ist ein Item drin, was ich tatsächlich noch brauche. Also, hat sich schon erledigt. Das ist ein Kopf. Den nehmen wir auf jeden Fall. Ist das sogar eins von den seltenen? Ja, das ist sogar eins von denen, die rausfliegen, ne? Mit der nächsten Season. Das ist doch sehr schön. Sehr, sehr schön, dass ich das gekriegt habe. Jetzt bin ich gerade überlegen, müssen wir das in Katalysator packen? Wahrscheinlich nicht. Nee, Kopf habe ich schon. Heißt, mit dem brauchen wir eigentlich nichts machen. Ja, aber gut, ist schon mal das zumindest raus. Dann haben wir noch einen Monk am Start. Da gehen wir jetzt auf Braumeister. Komm, diese Aki-Waffe, die werde ich jetzt nur rausziehen hier. Was sind das? Das brauche ich nicht unbedingt, oder? Jetzt schauen wir mal. Beim Monk mit in die Liste. Also Monk, da bräuchte ich den Gürtel. Und das hier ist der Hightailer. Nee, der hat auch kein Upgrade-Item. Der hat auch hier was Besseres. Na gut. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Also die Hände bringen eigentlich gar nichts. Nehmen wir die Marken. Wisst ihr, eigentlich könnte ich die Marken auch rumliegen lassen bis zum Ende der Season, aber ich weiß 100%, dass ich es dann vergesse. Und dann ist halt auch RIP. So, Hunter haben wir auch noch am Stiesel. Halt, stopp, ich muss auf... Ah, da ist schon auf Überleben, perfekt. Eine Hose, Tierset. Tja, irgendwie nichts, was ich so wirklich brauche. Was habe ich selber? Ich habe auch eine 441 oder so. Das ist jetzt Dakuru. Was sagt meine Liste? Dakuru hat nichts Tolles. Ja, komm, nehmen wir die Marken. Der hat aber zumindest relativ viele von den Wappen, ne? Heißt, wenn ich mal was upgraden will, Drache, dann wäre gleich schon mal alles am Start.
wenn der mal ein Item kriegen wird. Als nächstes haben wir wieder einen Paladin. Und dann gucken wir mal. Nee, da ist nichts drin. Paladin technisch schaut schlecht aus. Perfekt. Disconnect. Na, müssen wir wieder einloggen. Gut, sind wir wieder eingeloggt. Jetzt schauen wir mal, was waren hier drin. Ein Zweihandschwert. Das ist das aus der Rabenwerbe. Das habe ich schon. Heißt, können wir jetzt eigentlich sein lassen. Brauchen eh kein Zweihandschwert. Dann nehmen wir auf dem auch die Marken. Als nächstes haben wir einen Priester. Ich glaube, der hat auch nichts Krasses zum Upgraden. Was haben wir hier? Einen Kopf. Was sagt denn meine Liste? Priester. Wobei, Sanctia hätte Beine, sehe ich gerade. Heißt, da müssen wir auf jeden Fall die Marken nehmen. Und der müsste eigentlich auch alles soweit Paletti haben, wenn meine Liste stimmt. Jetzt schauen wir mal. Also, das hier holen wir. Gleich. Ups, wir sind noch beim Händlerfenster. Setzen es einmal ein. Genau, hier. Die sind schon auf 460. Heißt, ich brauche 15-15. Und der hat 20-15. Okay, das passt. Perfekt. Können wir gleich upgraden. Hätten wir das auch raus. Die sind auch schon direkt set. Also, ich muss auch nicht mehr zum Katalysator. Ach komm, ich habe nicht genug Flugsteine. Ja, okay, dann gehen wir mal kurz ein paar Flugsteine holen. So, ich habe jetzt kurz den World Boss umgehauen für die Flugsteine und habe dann noch ein Item gekriegt, das auf 460 ist, sogar hier mit Movement Speed. Das wäre dann sogar auch noch möglich, da quasi HC-Mock rauszukriegen, aber dann brauche ich halt die größeren Crests noch, ne? Also schwierig. Gut, zumindest das haben wir jetzt abgegradet und haben jetzt hier im HC-Set auch schon mal einen Teil. So, dann haben wir jetzt noch einen Demon Hunter. Gucken wir mal, was da Schickes drin ist. Einen Umhang. Was haben wir denn? Der geile Ron. Aber nee, da habe ich jetzt auch nichts, wo ich noch upgraden müsste. Eventuell können wir den nehmen. Oh ja, komm. Wobei, ich gucke jetzt nochmal kurz durch. Nee. Ja, komm, nehmen wir den Umhang. Was soll der Geiz? Dann haben wir noch einen Hexenmeister. Dann können wir gleich schon mal in meine Liste gucken. Hosen würde ich brauchen, aber der kriegt auch einen Umhang. Schauen wir mal, ob das Ding besser ist. Ja, dann nehmen wir doch den Umhang hier mit. Sonst, ja, einen Kopf gäbe es beim Malerus, aber das bringt mir natürlich auch nichts. So, dann haben wir jetzt noch einen Monk. Den stellen wir auf Braumaster. Komm, gib mir die Aggie-Waffe. Was ist das? Eine Taille. Ne, ein Rücken ist das. Schauen wir mal beim Monk rein. Nee, ich würde beim Monk würde ich die Taille brauchen. So, das ist jetzt der Magtela. Ah, das war einer von den Chars, wo ich hier drin stehen habe. Schau da. Da haben wir nämlich Hände, müssten wir mit dem haben. Jetzt nehmen wir hier die Tokens. Und ja, da hat er die Hände. Jetzt hoffen wir mal, dass er noch ein paar Drachenwappen hat. Da muss ich nochmal den World Boss mit umhauen. Aber gut, das machen wir jetzt mal fix. So, jetzt haben wir noch ein paar Marken zusammengefarmt. Jetzt können wir das Ding einmal upgraden. Und zwar auf 5. So, jetzt gucken wir mal rein. Also, jetzt haben wir vom HC-Set, ja, schon mittlerweile 4 Teile, ne? Nicht schlecht. Dann haben wir als nächstes einen Paladin. Und da muss ich jetzt mal gucken, ob ich auch wieder irgendwas habe, was ich upgraden kann. Aber ich glaube, Pala war nix. Nee, Paladin habe ich nichts mehr drin. Jetzt gucken wir mal, was der hier hat. Naja, dann nehmen wir doch den Ring, oder? Checken wir hier nochmal kurz. Nee, die kann ich auch nicht mehr upgraden, die Sachen. Ja, komm, dann nehmen wir einen Ring. Machen wir es kurz und schmerzlos. Dann haben wir gleich noch einen Paladin. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, da ist was Schickes mit am Start. Was haben wir da? Kallier ist ein Finsterherz-Dickicht. Schaue ich mal in meine Liste rein. Ich glaube, die brauche ich nicht. Nee, Kallier brauchen wir nicht. Abzugraden haben wir auch nichts. Ah ja, komm, dann nehmen wir die für den Char. Ist zumindest ein Gear-Upgrade.
wenn ich schon kein Thema krieg. Dann haben wir noch einen DK. So, jetzt, was sagt meine Liste zum DK? Wo haben wir einen Todesritter? Hosen würde ich brauchen können. Und was habe ich drin? Irgendwelche Schultern. Schauen wir mal. Dieselben Schultern habe ich schon. Na gut, komm, dann. Dann machen wir es doch so, dass wir hier die Tokens nehmen. Tauschen wir die einmal um. Gut. Als nächstes haben wir einen Evoker am Start. Und jetzt muss ich mal beim Rufer reingucken. Dracula und Telagosa brauche ich. Warte mal, das ist Telagosa, aber ist das jetzt der Horden oder der Ali Telagosa? Warte mal, ich kann einfach gucken, was für ein Gear ich anhab. Also irgendwo muss da ein Teil sein, den Gürtel. Ah, seht ihr, das ist der richtige. Ich habe schon wieder mehrere Chars genauso genannt. Heißt, hier können wir ein Item sogar upgraden. Dann nehmen wir doch die Tokens. Jetzt hoffe ich mal, dass der dann auch noch ein paar Drachenwappen am Start hat. Perfekt. Ich habe 15 Welpenwappen. Ah, okay. Ich glaube, es geht für mich mal wieder zum Worldboss. So, jetzt habe ich mir genug Marken zusammengefarmt. Habe sogar beim Worldboss nochmal die Taille gekriegt. Bringt mir jetzt zwar gar nichts, aber gut. So, die graden wir jetzt mal ab. Die hatte ich nämlich schon mal in den Katalysator gepackt. Und dadurch haben wir jetzt das HC-Talien-Item. Genau, wunderbar. Dudela, dann haben wir nochmal einen Warrior am Start. Dann gucke ich gleich mal wieder in der Liste. Krieger. Der heißt jetzt Kron. Der hat, glaube ich, nix. Okay, dann können wir eventuell gleich den Hals nehmen. Ja, können wir den Hals auswählen. Habe ich leider nichts zum Upgraden. Ich habe einmal mit Darky und einmal mit Hela. Hätte ich noch was. Als nächstes haben wir noch einen Demon Hunter. Diesmal haben wir wieder einen Tela-DH, ne? Da haben wir wieder einen von den Kollegen. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe eine Brust drin. Jetzt schauen wir mal kurz. Soll ich denn hier? Hätte ich eins zum Upgraden. Jetzt muss ich mal kurz auf die Demon Hunter. Wo haben wir sie? Da, ich glaube. Nee, Demon Hunter hat mal alles fertig. Ich habe jetzt hier auch keins zum Upgraden. Ja gut, dann könnte ich es eigentlich nehmen, ne? Bleibt sich gleich. Machen wir es doch mal so. Machen wir es doch mal so. Als nächstes haben wir noch einen Schamanen am Start. Ich meine, mit dem war jetzt auch nichts mehr. Das ist jetzt Vultela. Ne, der hat auch kein Special Item. Das haben wir auch schon. Ja, gut. Ja, dann können wir das nehmen. Nehmen wir die Brust, hat er zumindest ein kleines Upgrade. Bin immer so ein bisschen hin und her belegen, ne? Theoretisch könnte ich aufs Upgrade auch sausen. Also sausen lassen und halt dann das Gold oder die Marken nehmen. Aber naja. Als nächstes haben wir noch einen Drug-Tür. Und dann gucken wir, was wir hier noch Schönes drin haben. Eine Hose. Jetzt muss ich mal gucken, ist das einer von den Chars, wo ich noch was upgraden muss? Zeitler? Ne, da können wir eigentlich die Hose nehmen. Ja, ist ein Upgrade. Nehmen wir die Tierset-Hose. Gut, dann haben wir noch einen Warrior. Wo ist denn der Warrior? Das ist jetzt Helane. Genau, bei dem könnte ich die Hose dann upgraden. Oder ich habe wieder einen Disconnect. So, dann Versuch Nummer 2. Jetzt können wir hoffentlich die Sachen rausnehmen. Also, hier waren jetzt Schuhe drin, aber die wollen wir nicht nehmen. Und zwar haben wir nämlich hier eine Hose. Die ist jetzt leider nur auf 54. Heißt, ich bräuchte einige Marken. Und ich würde sagen, da ziehen wir jetzt los, besorgen die und graden dann das Ding ab. So, jetzt habe ich mir noch ein paar Drachenwappen besorgt. Und jetzt können wir das Ding upgraden. Glück habe ich auch noch genug Flugsteine. Und damit haben wir dann einmal die HC-Hose. Und jetzt könnte ich sie auch noch in den Set umwandeln. Und das machen wir jetzt mal als nächstes. Okay, dann hauen wir es jetzt noch in den Katalysator rein. Dann kriegen wir nämlich auch noch das Setting. Also das Thema, was ich jetzt hier rausgekriegt habe, ist einfach das Normal-Teil auf HC. Ne? Hab das normale HC, die normale HC-Hosen-Aussehen bekommen. Und jetzt halt nochmal das Set auch. Und halt gleich zwei T-Mog-Sachen. Dann haben wir noch einen Schurken hier am Start.
Was haben wir denn da Schönes? Einen Kopf. Bei Schurke bräuchte ich Füße und Handgelenke. Also der bringt mir jetzt gar nichts. Aber Rippler hat noch... Nee, der hat nicht die Schuhe. Schade. Nee, das bringt eigentlich gar nichts. Könnte ich... Naja, der Kopf bringt mir eigentlich auch nichts. Ja, komm, dann lass die Marken nehmen. Hilft ja nichts. Der hat schon einen guten Kopf. So, packen wir die mal mit ein. Als nächstes habe ich noch einen Schurken. Bei dem müsste ich aber auch ein paar PvP-Sachen drin haben, denn ich habe ein bisschen RBG mit dem gespielt. Dann gucken wir mal. Also wir hätten einen Ring drin, einen Trinket und eine Hose. Ja, das ist eine No-Brainer. Ich nehme die Hose für quasi Teemok. Ich habe wahrscheinlich schon eine Hose, seht ihr? Ich habe die Set-Hose. Aber mit dem kriege ich halt dann nochmal ein extra Teemok-Teil. Deswegen nehmen wir das und hier das Ding. Warte mal, außer ich hätte jetzt Schuhe... Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter. Ich würde die LFR-Schuhe im Katalysator brauchen. Nee, komm, ich nehme die Hose. Die Schuhe, die kriege ich bestimmt noch mit einem anderen Char. Das sollte eigentlich fit gehen. Dann haben wir noch einen Demon Hunter. Und mit dem brauche ich, glaube ich, noch das ein oder andere Grund-Item. Oder nee, Demon Hunter bin ich fertig, sehe ich gerade. Das ist jetzt der Nutella, der hat auch nichts mehr rumliegen. Ja, kann ich eigentlich hier das Ding nehmen, den Umhang. Da habe ich jetzt auch kein Upgrade-Item oder irgendwas mehr. Dann haben wir hier noch einen Hunter. Da sollte ich vielleicht... Ah ja, der ist sogar schon auf Überleben eingestellt, perfekt. Der hat auch einen Ring drin. Gut, jetzt geartechnisch könnte er den Ring schon brauchen. Gucken wir mal rein. Das ist jetzt der Taldor. Der hat jetzt aber kein Item, was ich upgraden könnte. Nee, ja gut, dann nehmen wir den Ring doch. Der Geiz. Dann haben wir noch einen Druid. Den haben wir schon auf Wächter. Perfekt. Komm, jetzt diese Stabstangenwaffe, was es auch immer ist. Wieder einen Umhang. Gut, beim Druid weiß ich schon, dass ich nichts mehr habe, was ich im Low-Bereich zum Upgraden brauche. Können wir direkt das Ding nehmen. So, dann haben wir jetzt hier noch einen DK am Start. Mal schauen, was der Schickes drin hat. Eine Taille. Ja, Taille brauche ich keine, ne? Aber ich habe jetzt auch nichts mehr, was ich so mit Marken upgraden könnte. Dann nehmen wir sie einfach für normales Gear-Upgrade. Mich wundert es, dass ich kaum Items drin habe jetzt aus dem Mega-Dungeon, weil da habe ich mit den verschiedenen Rüstungsklassen doch auch noch das ein oder andere, was ich normal einfach von Mock brauche, ne? Dann haben wir nochmal einen Druid. Wir checken mal die Loot-Spec. Ja, Wächter, wunderbar. Und da haben wir eine Hose. Gut, die können wir eigentlich ohne Fragen zu stellen mit dem einsacken. So, da, nächster Druid. Und komm, wir stellen diesmal auf Wildheit um. Einfach fürs bessere Gefühl. Ach komm, das habe ich jetzt heute doch schon ein paar Mal gesehen, das Trinket. Kann ich mir doch nicht erzählen. Also, gefühlt kriege ich immer die gleichen Sachen. Wisst ihr, was mich halt wundert? Wenn ich jetzt, hier in den Mega-Dungeon reinschaue. Wo ist es denn? Da fehlen mir halt schon echt auch einige Items. Seht ihr das? Also, dass da nichts dabei ist, das wundert mich halt. Jetzt klar, bei Leder ist, ne, da habe ich soweit, glaube ich, die meisten Sachen. Aber jetzt halt, ne, von den anderen. Bei der Menge an Chars, die ich öffne, komisch. Dann haben wir nochmal einen Evoker. Jetzt auch nochmal Telagos. Was hat denn der einen Umhang? Gut. Schauen wir mal Rufer. Nee, da ist auch nichts dabei. Ja, so viel dazu. Naja, muss ich nochmal einloggen.
So, nach dem Disconnect sind wir wieder drin. Jetzt wollte ich gerade gucken, was ich nehme, aber ich glaube, ich nehme mit dem tatsächlich den Umhang. Und ja, leg den mit dem Charakter an. Hat er zumindest ein kleines Upgrade. So, Dilla, dann haben wir noch einen Monk. Den haben wir schon auf Braumeister. Einen Ring. Belastend. Schau ich mal beim Monk rein, wie es aussieht. Elagold. Nee, der hat auch nix. Dann könnten wir eigentlich den Ring nehmen. Ja, komm, wir nehmen den Ring. Hat er zumindest ein kleines Gear-Upgrade-Item. Hat sogar so einen Extra-Effekt drauf. Dudala, nächster Druid. Jetzt gucken wir mal. Den stellen wir auf Wildheit. Die Brust. Das ist schon mal nix. Naja. Nehmen wir es als Upgrade-Item hier, das Ding. Gut, und weiter geht's. So, dann haben wir noch einen Schamanen. Das ist jetzt Iluma. Ich meine, das müsste einer von denen sein, die da noch irgendwo ein Item rumliegen hatten. Zumindest. Genau, Iluma hatte sogar zwei Items rumliegen. Heißt, wir nehmen, also den Ring lassen wir auf jeden Fall liegen. Wir nehmen auf jeden Fall die Marken. Und dann schauen wir doch mal. Also, nee, das ist es nicht. Handgelenke habe ich auf 463. Die müsste ich upgraden. Und das andere, die sind die Schuhe. Ah. Schau mal an. Das ist einer von den Zonendrops, habe ich mit dem angelegt. Moment. Ich muss mal kurz was nachschauen. Heißt, wenn ich die upgraden würde. Also prinzipiell hätte ich jetzt eher gesagt, ich grade die Handgelenke ab, ne? Weil da brauche ich nicht viele Marken für. Aber wenn ich die upgrade, dann kann ich mir vielleicht 100k Gold sparen. Wisst ihr, für die Zonendrops. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich mich da nicht irre. Ah, ich bin im falschen Raid, wollte gerade sagen, warum sind da keine Zonendrops drin? Also das sind jetzt Schuhe. Das sind die hier. Ja, da habe ich mir anscheinend mal die Normalschuhe gekauft. Okay, dann graden wir auf jeden Fall die Schuhe ab. Dann kann ich mir schon ein bisschen Gold sparen. Dafür muss ich aber wahrscheinlich ein paar Marken farmen. Die sind jetzt auf 2. Auf 5 müssen sie. Heißt, ich brauche noch ein paar Traumwappen des Drachen. Ja gut, jetzt tigern wir mal los. So, Dollar. Also jetzt packen wir das einmal hier rein. Die Wappen habe ich zusammengefarmt. Und dann haben wir jetzt quasi das HC-T-Mog von dem Trash-Drop. Also da müsste jetzt eins raus sein im HC. Genau, jetzt sind es noch 7, ne? Und nicht mehr 8. Heißt, da kann ich mir jetzt schon mal eins sparen. Weil die kosten gleich mal 100k aufwärts, die Teile, ne? Jedes, was ich dann durchs Upgraden kriege, ist natürlich nett. Und jetzt fliegen wir noch zum Katalysator hoch, denn ich kann es jetzt auch noch in Tierset-Gear umwandeln. Und krieg damit halt dann nochmal ein T-Mog-Teil. Also, dann setzen wir das hier mal rein. Man könnte ich auch noch umwandeln, aber ich glaube, das bringt nicht viel. Na gut, mit dem warte ich jetzt erstmal noch. Dann haben wir noch einen Demon Hunter hier am Start. Und dann schauen wir mal, was der Schönes drin hat. Was für eine Überraschung. Einen Umhang habe ich ja heute noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Umhänge ich jetzt heute schon rausgezogen habe. Also, ich glaube, die Frequenz von Umhang, Ring und Trinket hat jetzt wahrscheinlich 70% des Loots ausgemacht. Zumindest gefühlt. So, der nächste Char ist ein Priester. Glaub, bei dem habe ich jetzt auch nichts zum Upgraden. Nee, soweit es aussieht. Okay, wir haben ein Trinket drin. Ja gut, das will ich gerade überlegen. Ja, komm, egal, das nehmen wir einfach. Aber das dürfte eh passen. Trinket. So, dann legen wir das gleich mal an und dann schauen wir weiter. Beauty, dann haben wir noch einen Parler am Start. Mal gucken, was der so Schickes noch drin hat. Das gibt's da nicht.
Einen Ring. Komm, ich nehme bei dem die Marken. Der hat nämlich noch ein paar höhere Items. Und eventuell lohnt sich da dann eher, das abzugraden. So. Der hat nämlich einen Haufen PvP-Sachen. Eventuell kann ich da noch irgendwas rausholen. Mal gucken. Dann haben wir noch einen Druid am Start. Den stellen wir hier wieder auf Wächter. Und jetzt Stangenwaffe. Nicht den Ring. Das gibt's doch einfach nicht. Ich guck jetzt mal kurz was. Nee, der hat eh keine Marken. Komm, wir nehmen den Ring einfach. Scheiß drauf. Ich habe jetzt vorhin nachgeguckt, es gibt noch so BOE-Items aus dem Raid und da bräuchte ich dann auch diese Marken, um dann Normal auf HC abzugraden. Deswegen soll ich mit 1-2 Chars diese Marken nehmen. Ne? Aber am besten welche, die halt schon ein paar Abzeichen haben, im Optimalfall. Als nächstes haben wir noch einen Hunter und den haben wir schon auf Überleben. Perfekt. Hände. Ach, schau mal, da ist doch mal was von der Dämmerung der Ewigen dabei. Also das ist ein No-Brainer, die nehmen wir. Jetzt gucke ich aber trotzdem noch schnell. Ach. Das ist natürlich jetzt belastend, ne? Ich hätte auch zwei Items mit dem, die ich noch upgraden könnte. Wo sind sie denn? Die Brust und hier der Kopf. Ja. Gut, es hilft nichts. Wir nehmen das Ding. Die kann ich schon mal irgendwann anders nur upgraden, die Dinger. Schwierig. Schwierig. Nochmal die Hände. Na gut, besser sind sie eh nicht. Anlegen tun wir sie nicht, aber zumindest T-Mock. Ist natürlich jetzt blöd gelaufen, ne, dass der noch zwei Upgrade-Items hat. Aber dann vielleicht bei den nächsten Timewalker-Dinger. Da kommen ja nochmal welche. Dann habe ich einen Monk am Start. Schauen wir gleich mal, was der ein Abzeichen hat. Der hat einen Haufen Welpenabzeichen. Was ist denn das Schönes? Einen Rücken. Das ist jetzt Monkey. Nee, der hat sonst nix. Jetzt schauen wir mal. Oh ja. Nehmen wir das Ding. Geiz. Gut, das können wir gleich mal anlegen. Und dann würde ich sagen, gucken wir weiter. Dann haben wir noch einen Druid hier am Start. Ah, der ist schon auf Wächter, perfekt. Das Ei kennen wir doch irgendwoher. Ja, das ist halt ein Scheiß-Trinket mit Ausdauer. Wisst ihr was? Dann nehme ich auf Verdacht lieber die Dinger. Weil klar, das ist vom Item-Level besser, aber einfach flat Ausdauer brauche ich eigentlich auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Nehmen wir lieber die Marken. Und eventuell können wir die nochmal für irgendwas anderes verwenden. Dann haben wir noch einen Hunter. Der ist auf Überleben. So, jetzt Däumchen drücken. Und das Schultern. Tja. Also ein Upgrade wären sie ja auf jeden Fall, ne? Aber da gibt's halt kein T-Mock. Das ist jetzt der Bam-Crit. Ja gut, komm. Egal. Nehmen wir die Schultern. Ich habe jetzt da kein Item mehr mit dem, wo wir irgendwie was machen könnten mit. Heißt, wir lernen oder legen das an, haben wir ein bisschen mehr Item-Level. Dann haben wir noch einen Demon Hunter. Na, wie sieht's aus? Eine Hose aus Al-Taldazar. Die habe ich aber auch schon. Jetzt muss ich mal kurz bei den Demon Huntern reingucken, ob die noch... Nee, die haben keinen Hosenslot gebraucht. Nutella. Ja, wir nehmen die Hose. So. Gut, dann haben wir nochmal einen Demon Hunter. Brauche guten Loot, Leute. Das ist jetzt eher kein guter Loot. Das haben wir nämlich auch schon. Das ist jetzt Battilla. Jetzt gucken wir mal, ob wir den brauchen. Nee, der hat auch kein Item. Nehmen wir sie doch, die Schultern. Gut, als nächstes haben wir einen DK am Start. Jetzt gucken wir mal, was da Schickes drin ist. Ich bräuchte Beine, würde ich mit dem brauchen. Was kriege ich? Ein Schmuckstück. Echt. Ja gut, hilft ja nichts. Nehmen wir's.
Besser als nix an der Stelle. So, nächste Chance, nächster DK. Vielleicht kriegen wir jetzt hier die Hosen. Dann könnte ich nämlich das Normal und das LFR-Set fertig machen. Oder ich krieg mal wieder einen Rücken, die wir so ganz selten bekommen. Naja, hilft ja nix. Dann nehmen wir doch den mit. Der ist zumindest dann ein kleines Gear-Upgrade. Ja. So, dann haben wir nochmal einen Demon Hunter. Und dann schauen wir mal, was da Schickes drin ist. Eklor, der hat jetzt einen Kopf. Ja gut, der ist zumindest ein kleines Upgrade. Mittlerweile sind meine ganzen Chars gar nicht mehr so beschissen equipped, ne? Ja, okay. Da ist noch ein bisschen Ausbaupotenzial hier. Gut, dann haben wir hier noch einen Magier. Beim Magier brauche ich tatsächlich noch ein paar Slots. Also Schultern, Gürtel, Füße. Nee, Handgelenke brauche ich nicht, Gürtel, Kacke. Aber warte mal, was ist denn das Tempel von Cetralis? Ah, schau mal an. Ach lol, das ist aus dem HC-Tempel des Cetralis. Das ist ja interessant, weil... Tempel von Cetralis war ich die letzte Zeit immer mal wieder am Farmen für normales T-Mog. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber warum ist das hier drin? Tempel von Cetralis ist doch aktuell gar kein... Doch gar kein... keine Instanz im Mythic Plus Pool. Das macht jetzt irgendwie wenig Sinn. Das ist ziemlich komisch. Das soll aus dem HC sein. Da brauche ich aber gar keine, keinen Gürtel. Der sieht mir jetzt auch irgendwie vom Icon aus, dass er eher nach Boralus gehört, das Item. Ich nehme es jetzt mal raus und dann gucken wir mal. Also ich brauche es auf jeden Fall, ne? Ja, ich habe keinen T-Mog gekriegt dadurch. Ein mega weirdes Item. Aber hier unten sagt da Kronsteig Anwesen. Die größte Auswahl überhaupt. Wer sagt mir, ich krieg ein T-Mog, wenn ich es upgrade? Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Ja gut, ich weiß gar nicht, ob ich noch Token habe. Nee, habe ich nicht. Also ich glaube, da ist irgendwas falsch von der Anzeige. Das muss ich mir die Tage mal noch genauer angucken. Ich glaube, das ist irgendwie falsch gemarkt, ne? Von All the Things, schätze ich mal. Komisch. Ich glaube, das Ding hat mich ein bisschen verarscht. Ich habe jetzt mal nochmal relockt, ne? Und jetzt ist die Anzeige komplett weg. Also irgendwie... Ich glaube, mit diesen Items aus dem Vault tut sich All the Things ein bisschen schwer. Naja, gut. Es war zumindest ein Item-Level-Upgrade. Dann haben wir noch einen Demon Hunter. Jetzt Telaridan. Das ist auch der falsche. Und was hat der Schickes drin? Schuhe. Interessant. Thron der Gezeiten. Das jetzt. Aber so wie das aussieht, habe ich das schon. Jetzt gucken wir einmal bei Demon Hunter rein. Nee, da brauche ich auch nichts mehr. Aber ich vermute jetzt mal... Ja, das ist ein zumindest kleines Upgrade. Nehmen wir es mal mit. Besser als nix. Wunderbar. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Pala am Start. Ich denke mal, mit dem haben wir jetzt auch nichts mehr Tolles drin. Einen Ring. Ja, zum Upgraden habe ich laut meiner Liste nichts. Dann nehmen wir den doch. Den hatten wir, glaube ich, aber vorhin auch schon mit einmal, ne? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Gut, dann haben wir noch einen Schamane. Ich glaube, das Ketten-Item aus Altaldasar brauche ich auch noch, ne? Gut, das sieht eher nicht nach einem Ketten-Item aus Altal aus. Schade, Schokolade. Jetzt gucke ich bloß, inwieweit ich das vielleicht noch für was anderes brauchen kann. Nee, Handgelenke. Ja gut. Nehmen wir es mal.
Wo ich jetzt gerade den Shami gecheckt habe, ist mir aufgefallen, dass ich hier unten noch ein Item habe zum Upgraden. Seht ihr das? Anscheinend habe ich das vorhin rausgezogen, habe es aber nicht geblickt, dass ich das noch in den Vault reinpacken kann. Ne? Also es, nicht in den Vault, hier in den Katalysator. Warte mal, wenn ich hier reingehe, wird es eigentlich nicht... Ah doch, jetzt. Okay, es hat einfach nur ein bisschen nachdelayed. Seht ihr das? Das kann ich jetzt hier quasi reinpacken. Da habe ich Normal schon, aber LFR nicht vom Set her. Ah, seht ihr, jetzt ist es 100%, muss es auch nicht upgraden. Und komm, wenn wir hier sind, können wir die Hände auch noch reinpacken. Die brauche ich zwar jetzt nicht für T-Mog, aber dann hat er zumindest einen 2-Set-Bonus. Gut. Dann haben wir noch einen Hexenmeister am Start. Jetzt gucken wir mal, was wir hier Schickes rausziehen. Ah, das ist das Altalda Saar-Stoffbrust-Item, aber das habe ich vorhin schon mal rausgezogen, ne? Ja gut. Warte mal, bevor ich das jetzt einfach nehme, gucke ich nochmal. Ich glaube aber, Hexer hatte ich die ganzen Set-Sachen, oder? Ja, da brauche ich nur die Hosen. Der hat jetzt aber auch kein Upgrade-Ding mehr. Also das können wir nehmen, dann hat er zumindest ein bisschen Item-Level-Upgrade. Ja, passt. Gut, dann haben wir hier noch einen DK. Wollen wir hier schon mal... Oh, mein Timer geht auch gerade los. Muss dann gleich mal in die Wäsche gucken. Ah, da haben wir das Zweihandschwert. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich an? Die Axt. Ich glaube, das nehmen wir. Ich meine, beim DK hatte ich keins mehr. Ja, das können wir nehmen. Dann hat er zumindest eine bessere Waffe. Beauty, einmal eingetütet und weiter geht's. Dann haben wir nochmal einen Hexenmeister. Nee, der hat auch nichts, was ich upgraden kann, ne? Oh, was ist denn das? Eine Schildhand aus dem Kronsteig-Anwesen. Boah, Schildhand ist eigentlich immer dreckig, muss ich sagen. Wobei, ich habe anscheinend sogar... Oh ja, der hat sogar eine Schildhand an. Also das wäre vielleicht sogar eine Option. Gut, dann nehmen wir sie. Was soll der Geiz... 41er Schultern ist jetzt auch nicht verkehrt. Gut, nächster Demon Hunter. Ja, komm, jetzt gib mir den guten Loot aus dem Mega Dungeon. Ah, die Faustwaffe kenne ich. Aus dem Kronsteig. Weil dasselbe Model hat auch eine Faustwaffe, ich meine aus quasi Underrot, die so einen Effekt drauf hat. Die ist relativ nice. Gut, nehmen wir. So, dann haben wir noch einen Evoker. Ah, das ist ein Set-Item, ne? Das brauchen wir nicht. Warte mal, ist es der richtige? Drakla. Ich glaube, das ist der richtige, Char. Jetzt schauen wir mal. Der müsste einen Umhang haben. Ja, 454. Der hat natürlich leider nicht viele Marken, aber... Dann habe ich jetzt endlich den richtigen Evoker erwischt. Da hatte ich ja nämlich vorher bei einem Char, der so ähnlich hieß, schon Zeug gefarmt und dann gemerkt, ja, kacke, es ist der falsche Char, aber das ist jetzt der richtige. Gut, dann holen wir uns jetzt mal ein paar Marken. Heißt, ich brauche jetzt wahrscheinlich 45 Drachenmarken und dann müssen wir das Teil upgraden können. So, dala, das Ding habe ich schon mal abgegradet. Jetzt muss es aber noch in den Katalysator, dass wir hier das Set-Ding kriegen. Dann haben wir wieder ein T-Mog mehr. Und ja, jetzt hier schon drei Teile vom HC-Set. Ah, unperfekt. Wieder ein Error hier. Ah, als nächstes haben wir dann noch einen Hunter hier am Start. Komm, ich lasse den jetzt mal auf Treffsicherheit. Vielleicht kriege ich auch einen Bogen raus. Oder es gibt einen Kopf. Ich meine, beim Jäger hatte ich jetzt nichts mehr, oder? Lass mal gucken. Speedy Hunter und Amundila, aber die habe ich beide schon angeguckt, ne? Also da lässt sich jetzt nichts machen. Ja, dann nehmen wir ihn doch. Dann nehmen wir ihn doch. Zumindest kleines Upgrade. Oder eher größeres Upgrade. Dann haben wir nochmal einen Demon Hunter. Nochmal einer von meinen Nutella-Chars. Was hat der? Schöne Schuhe. Und braucht er die? Ja, nehmen wir mit.
fürs Mega-Dungeon ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Dann haben die Chars ein bisschen Gear, ne? Brauchen sie es unbedingt? Wahrscheinlich nicht, aber naja. Besser haben als brauchen. Dann haben wir noch einen Evoker. Ein Telagos. Oder Telagosa haben wir hier. Was ist denn das? Kataklysm, Thron der Gezeiten, ein Gürtel. Den können wir sogar nehmen. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Bringt mir zwar jetzt Themok-technisch wieder nichts, aber ein bisschen Item-Level. So, als nächstes haben wir noch einen Druid. Den haben wir schon auf Wildheit. Okay, das sieht gut aus. Das Trinket sieht da nicht so gut aus. Gut, aber was anderes kann ich jetzt mit dem eh nicht machen. Nehmen wir es mal an, oder der hat noch die PvP, das PvP-Trinket an. Dem habe ich in der ersten Season mal ein bisschen PvP gemacht, ne? Deswegen hat er hier noch allen möglichen Käse. Dann haben wir gleich noch einen Druid. Das Aufwächter. Ich gebe es nicht auf mit der Agi-Waffe. Nein, das sah so ein bisschen aus, aber es ist auch ein Trinket. Ja, gut. Nehmen wir das hier noch. Das ist ein Use-Trinket, ne? Agiversa ist natürlich eigentlich auch nicht schlecht, ne? So, dann haben wir noch einen Demon Hunter. Und wo ist mein guter Loot? Einen Kopf haben wir da. Muss ich mal gucken. Nee, das bringt mir eigentlich auch nichts. Aber gut. Ein bisschen Item Level. So, dann haben wir noch einen DK. Mal gucken. Nur irgendwas Schickes vielleicht. Einmal Hosen. Wie sieht es denn beim DK aus? Ich meine, da war ich auch komplett durch. Nice, doch, die brauche ich noch. Schaut es euch an. Hier, DK braucht nur Hosen. Da kann ich jetzt LFR draus machen und Normal, wenn ich genug Marken habe. Die sind wichtig und richtig. Dann kriege ich das DK-Set im Normal und HC fertig. Jetzt hoffe ich mal... Ah, der wird keine Marken haben, ne? Das ist... Ja. Das ist mein Char auf Pot zu der Laeternita. Also der letzte Char, den ich jetzt auf dem Main-Account habe. Und, ja, mit dem spiele ich halt nie. Der ist eigentlich nur fürs Black Market gut, das war's. Ja gut, da muss ich jetzt dann einige Marken holen. Jetzt würde ich sagen, tue ich das erstmal in den Katalysator und dann, tun wir es upgraden. So, jetzt schauen wir doch mal. Also, wo haben wir die Hosen? Gibt's jetzt schon mal das LFR-T-Mock? Wunderbar. Und damit haben wir jetzt das LFR-Set tutti completi durch. Und es steht jetzt dran, dass ich Normal-Set auch fertig habe. Aber ihr seht, da ist noch was mit Aufwerten. Heißt, das habe ich anscheinend aus einer anderen ID, ne? Dementsprechend lohnt sich das jetzt schon noch, die Marken kurz zu holen und das dann einmal abzugraden. So, jetzt habe ich ein bisschen was gefarmt. Und jetzt können wir einmal die Hose upgraden. Und da haben wir dann noch ein T-Mock-Teil. Und gut, dann sind wir mit dem auch fertig. Das hat jetzt doch ein bisschen gedauert, bis ich die ganzen Abzeichen hatte. Aber es war es wert. T-Mock mehr ist doch immer nicht schlecht. Gut, dann nächster Druid. Der ist auf Wächter gestellt. Wunderbar. Und da haben wir Schuhe drin. Ja gut, die bringen mir eigentlich gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Fensterherzdickicht. Dann nehmen wir doch da die Münzen. Und ganz ehrlich, ich hole mir hier das Gold. Da bringen mir die Upgrade-Dinger nichts bei dem Druid. Da. 1000, warte mal, kann ich mir sogar zweimal holen, oder? Nee, 1000 Gold geht nur einmal. RIP. Dann haben wir noch einen DK. Den Vultelar. Denken wir, bei dem dürften wir jetzt hier nichts mehr haben. Nee, die Hosen hatten wir mit dem anderen fertig gemacht. Schauen wir mal. Brauche ich die Handschuhe? Nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind. Komm, ich nehme die Marken. Die 1000 Gold haben mich jetzt irgendwie auch nicht vom Hocker gehauen. Ich sag's euch, wie es ist. Dann holen wir uns da wieder die Dinger. Vielleicht kann ich die mal für irgendwas anderes nur brauchen. So, dann haben wir als nächstes einen Hunter. Der ist ebenfalls auf Überleben geskillt.
und zieht raus eine Brust, die ich nicht brauche. Ja gut, dann schauen wir auch mal bei den Huntern rein, wie es aussieht. Ne, da habe ich nichts mehr. Einen Gürtel würde ich halt beim Hunter brauchen, aber keine Brust. Na gut, aber zumindest ein kleines Upgrade ist das. Dann haben wir noch einen Hunter und den haben wir auch auf Überleben. Also langsam glaube ich, dass es diesen Stab oder Stangenwaffe nicht mehr gibt, ne? Das habe ich doch heute auch schon gesehen, das Ding. Einen Kopf haben wir hier. Ja gut, Hunter habe ich eben nachgeguckt, da brauchen wir nichts anderes, dann nehmen wir den doch. Okay, dann haben wir noch einen Warrior. Was wir da haben. Na toll, wieder mal einen Ring. Kann ich auch die Hasen geben. Naja, das ist ein... Wobei, ich nehme mit dem die Abzeichen, weil ich meine, ich habe da einige Items. Das bringt dem wahrscheinlich selbst geartechnisch mehr, wenn ich das hier höre. Warte mal. Ah, gut, dass ich es geguckt... Der braucht ja eh, kann eh das Ding nur upgraden. Ja gut. Jetzt hätte ich es beinahe verkackt, ne? Ich hätte fast den Ring genommen. Ach, schau mal an. Der hat noch einen Haufen Drachendinger. Sehr schön. Ja, beinahe richtig verkackt. Ich dachte mir, ja, ich habe glaube ich eh nichts mehr in der Liste, ne? Brauche ich gar nicht nachschauen. Aber das war das eine Item, was ich noch brauchte. Das hätten wir jetzt beinahe richtig verkackt. Warte mal, das ist jetzt schon... Neues haben wir das HC-Set damit. Ein Teil zumindest wieder. Wunderbar. Gerade nochmal die Kurve gekriegt hier. So, dann haben wir hier noch einen Priester. Ich meine, mit dem Char brauche ich tatsächlich auch noch die größeren Marken. Okay, da haben wir jetzt eine Schildhand. Hier muss ich auf jeden Fall die Marken nehmen. Denn ich kann da Schuhe upgraden, so wie ich das gesehen habe. Gut, die nehmen wir jetzt einmal hierfür. Ich hoffe mal, dass der noch... der hat keine Drachenball-Marken. Aber der World Boss müsste reichen. Jetzt gucken wir mal. So, jetzt habe ich einmal die Marken zusammen. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, eigentlich wollte ich die Schuhe hier upgraden, ne? Ich habe aber auch noch irgendwoher eine Waffe, wahrscheinlich aus dem... Timewalker-Beutel, ne? Wenn man 5 Timewalker abschließt. Und dann nehme ich lieber die Waffe... Denn da komme ich schwerer ran als quasi an Schuhe, die ich über den Katalysator ändern kann, ne? Also machen wir es dann lieber so. Haben hier einmal den Großstab. Jetzt kann ich halt leider das Ding nicht mehr upgraden, weil mir da die Marken auf 5 fehlen. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich noch mit dem anderen Char das Ding. So, als nächstes haben wir noch einen Krieger am Start. Ich glaube, das Plattending aus Altaldasar bräuchte ich noch, ne? Haben wir leider nicht drin. Jetzt schauen wir nochmal zur Sicherheit rein. Nicht, dass mir so ein Fauxpas passiert wie vorhin. Nee, das passt. Da ist nichts mehr, was ich upgraden kann. Beziehungsweise... Nee. Halten wir dann sogar ein Zweier-Set, ne? Gar nicht so verkehrt. Kommt der Char ganz, ganz groß raus. Gut, dann haben wir nochmal einen Druid. Den tun wir hier auch auf Wächter umschalten. Schuhe. Naja, nehmen wir sie mal. Also, diese Stangenwaffe oder Stab, den gibt es, glaube ich, einfach nicht. Dann haben wir jetzt noch einen Demon Hunter. Und beim Demon Hunter müsste ich nochmal gucken, was da jetzt noch Schickes dabei war. Ich brauchte da nichts mehr. Jetzt haben wir hier eine Glaive mit... Okay. Bild. Ja, gut, dann nehmen wir sie halt, oder, die Glaive? Dann nehmen wir sie halt. So, gleich der nächste Demon Hunter. Komm, jetzt gib mir was Schickes. Ah, das ist tatsächlich schick. Das ist wichtig und richtig. Das ist nämlich aus Altaldasar.
das Leder-Item, was quasi nur in der Season verfügbar ist. Nice. Stoff-Item hatte ich jetzt schon gekriegt. Das ist jetzt das Leder-Item. Und jetzt weiß ich nicht, ich glaube, ich hatte Platte schon und brauche da noch Kette, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie rum es ist. Aber das ist schon mal sehr gut. Jetzt schauen wir kurz rein. Ja, das war Altaldazar irgendwo, halt Mythic. Ah, jetzt brauche ich nur noch das Kettenteil, ne? Also ich brauche quasi das Kettenteil und in Legion, in der Rabenwehr, hier die Stangenwaffe ist es, ne? Es ist kein Stab, Stangenwaffe. Also zwei Sachen, die jetzt nach der Season weg sind. Ja, wird doch langsam. Gut, dann haben wir als nächstes einen Priester. Ich sehe gerade, bei dem müsste ich mal das Inventar wieder ein bisschen aufräumen, hä? Aber nicht jetzt. Gut, wir hätten eine Hose. Ich meine, Priester sind wir schon durch. Ja, das kann ich eigentlich nehmen. Macht keinen Unterschied. Gut, da habe ich jetzt... Na gut, Elite-Set an. 434 ist aus der letzten Season. Na gut. Wir nehmen es jetzt mal trotzdem. Ich glaube, ich lege es jetzt aktuell nicht an, weil ich da noch einen Set-Bonus habe. Nehmen wir das mal darunter. Eventuell nehme ich das mal. Mal gucken. Gut, als nächstes haben wir nochmal einen Krieger. Hoffentlich mit schönem Gear. Na gut, das ist eigentlich komplett für den Sack, wenn ich das so sagen darf. Dann nehmen wir doch lieber die Marken. So, jetzt ist die Frage Gold oder Upgrade-Token. Komm, ich nehme die Upgrade-Token. Die 1000 Gold, weiß ich nicht. Die Upgrade-Token bringen mir, glaube ich, langfristig mehr. So, dann haben wir noch einen Hexer mit ebenfalls einem mäßig aufgeräumten Inventar. Da war ich wieder ein paar Dungeons unterwegs. Und was haben wir hier Schickes? Einen Stab hätten wir da. Der ist eigentlich schlechter als das, was ich habe, wenn wir ehrlich sind. Jetzt gucke ich mal noch schnell. Hexenmeister. Malerus. Ich dachte mir doch, da war doch was. Der hat einen Kopf, oder? Den ich upgraden muss. Jawollo. Heißt. Können wir den Katalysator packen? Weil der ist von dem Verkäufer, sehe ich gerade. Also mein Ding sagt, dass man den reinpacken kann. Jetzt werden wir mal kurz gucken. Fliege ich mal hoch, pack den Katalysator und dann müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Marken besorgen, um den abzugraden. Jetzt hoffe ich mal, dass ich mit dem ein bisschen was rumliegen habe. 30 Drachen habe ich. Wie hoch ist der? Der ist auf 1. Also heißt, ich bräuchte dann nochmal 15 mehr, ne? Immer 45 und 15 brauchst du. 15 habe ich jetzt hier. 30. Gut, mache ich die Rufquest, dann sollte es eigentlich reichen. Aber bevor ich jetzt Marken sammle, fliege ich jetzt erstmal rüber und gucke mir mal an, ob ich den überhaupt upgraden kann. Da bin ich mir nämlich jetzt gar nicht sicher, weil das ja ein Item ist, das man von dem Händler kriegt. Es geht. Naja, es doch scheint zu gehen. Okay, also das funktioniert schon mal. Das ist ja quasi jetzt Normal T-Mog, das habe ich aber. Und ja, gut, jetzt holen wir uns erstmal ein paar Marken. Sudala. Also, den haben wir ja umgewandelt. Jetzt können wir den upgraden. Und dann müssten wir noch den HC-Kopf dadurch kriegen. Wunderbar. Und wie sieht's jetzt aus? Hat der Hexer schon mal zwei HC-Teile. Aber es fehlt immer noch hier die Hose, ne? Die will nicht so ganz. Na, mal gucken. Vielleicht kriege ich die ja auch noch irgendwo. Dann haben wir als nächstes einen Paladin am Start. Wir gucken, was hier noch Schönes mit dabei ist. Da haben wir einen Kopf. Der wäre natürlich so jetzt an sich ein gutes Upgrade, ne? Jetzt gucken wir nach. Ne, mit dem hätte ich jetzt so nichts mehr. Mal irgendwie, schauen wir lieber nochmal. Irgendwie habe ich gerade ein ungutes Gefühl. Ne, passt. Okay, das Ding nehmen wir. Ist gekauft, das Teil. Als nächstes haben wir noch einen Magier am Start. Okay, da haben wir den Kopf drin. Beim Magier muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ah, schade. Ich brauche Schultern, Handgelenke, Füße, ne? Würde ich beim Magier brauchen. Der Kopf bringt eigentlich gar nichts. Dann nehmen wir jetzt hier mal die Tokens. Und ja, mal gucken.
Vielleicht kann ich es mal für irgendwas benutzen. Nehmen wir uns die Teile. Nochmal einen Blick drauf werfen, ob da nicht doch noch irgendwas dabei ist. Aber es sieht nicht danach aus. Umhang? Nee, der ist schon auf 5. Ja gut. Dann haben wir nochmal einen Magier am Start. Vielleicht ist hier jetzt hier einer von den Slots drin. Ne? Schultern, Handgelenke, Füße. Und ich krieg natürlich eine Gürtel. Okay, dann nehmen wir den Gürtel. Macht man nix. Dennoch liegen, ja gut, irgendwelche Solo-Ringe. Dann haben wir noch einen Evoker. So, jetzt wäre hier richtig nice, wenn das aus Alt-Haldasar dieses removed Ding-Item drin wäre, Ketten-Item. Aber es ist leider ein Ring. Der wäre natürlich schon ein Bomben-Upgrade. Beim Rufer habe ich sonst eh nichts mehr. Dann nehmen wir das Teil. Dann habe ich zumindest hier Ding weg. Mich wundert es aber, dass mir ein Ring fehlt, weil eigentlich beim Timewalker-Händler hat es 2 Ringe gegeben. Habe ich das anscheinend irgendwie ein bisschen vercheckt. Und einen Hals hat es, glaube ich, auch gegeben. Ups, ich habe anscheinend bei dem Händler nichts gekauft. Marken habe ich ja noch. So, nochmal einen Hexer. Jetzt wäre die Chance für eine Hose. Mal gucken, ob ich ein bisschen Glück habe. Nee, ich habe wieder den Ring, den ich jetzt, weiß ich nicht, zum wieviel tausendsten Mal heute schon gesehen habe. Die Gear-Teile sind alle zu niedrig. Reparieren sollte ich vielleicht auch mal, aber gut, dann nehmen wir den Ring. Hilft ja nichts. Werde ich meine Timewalker-Ringe los. Dann haben wir als nächstes noch einen Hunter. Nochmal vielleicht die Chance auf das Remove the Ketten-Item. Wie sieht's aus? Ach, ich krieg den Agi-Stab aber von Kronsteig anwesend, ne? Das Teil, was, wo ich Timok gefarmt habe, ständig gedroppt ist. Teilweise 2-mal. Okay. Oder ich krieg einen Disconnect, so viel dazu. Gut, jetzt haben wir wieder eingeloggt. Jetzt nehmen wir den. Obwohl, der bringt mir eigentlich gar nichts, der Stab, ne? Dann nehme ich lieber die Token. Und mache mir mit denen nur irgendwas Schönes. Haben wird der ja nichts. Der hat absolut nichts, was ich mit den Tokens anfangen kann. Aber vielleicht kriege ich ja nochmal irgendwann was. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Evoker hier am Start. Wieder mal eine Chance, ne? Vielleicht auf das Ketten-Item. Und Schuhe. Glaub, das bringt mir gar nichts. Habe ich denn den Evoker? Nee, das bringt mir überhaupt nichts. Jetzt schauen wir mal, ob sie geartechnisch. Ja, dafür sind sie zumindest ein Ticken besser. Ja, dann machen wir das doch. So, dann haben wir noch einen Kettenchar. Und zwar hier den Schamanen. Und den habe ich doch heute auch schon mal gesehen, den Gürtel. Bei Shami müsste ich nochmal kurz checken. Das ist jetzt der Gorik. Nee, der hat kein Item. Wie sieht's denn aus mit dem Gürtel? Wäre ein dezentes Upgrade. Hat der hier auch nichts mehr rumliegen, oder? Was ist jetzt hier mit dem? Das ist schon auf 5 von 8. Das auch. Okay, nee, da geht nichts mehr. Ja, dann nehmen wir halt den Gürtel. Dann nehmen wir halt. Hilft ja alles nichts. So, dann haben wir noch einen Hunter. Heißt den nächsten Kettenschein. Jetzt will ich es aber wissen hier, ich sag's euch. Das ist nicht das Item, was ich jetzt gemeint habe, aber das ist aus der Dämmerung der Ewigen. Und es bringt mir zumindest einen T-Mock. Also, ist okay. Kann ich nichts sagen. Das nehme ich mit. Ist sogar noch ein Upgrade. Wunderbarst. Jetzt fürs Set ist es nichts, ne? Nicht, dass ich jetzt hier. Aber nee, Hunter bin ich, glaube ich, schon lang fertig. Auch noch ein Gürtel beim Hunter. Das habe ich jetzt gar nicht. Dachte, mit dem Hunter bin ich komplett durch. Ah, okay, anscheinend brauche ich sogar doch noch einen Gürtel. Muss ich mal nochmal gucken. Gut, dann haben wir als nächstes einen Monk. Hier stellen wir natürlich wieder Braumeister ein. Für vielleicht einen Stab. Nee, das Trinket ist drin. So, hier darf ich das aber nicht nehmen, weil der Char hat noch einmal die Möglichkeit, was abzugraden. Und da nehmen wir natürlich die Marken.
Und dann muss ich nochmal gucken, was das jetzt genau war, was ich upgraden konnte. Ist es die... Nee, die Handgelenke sind's, ne? Ja. Die können wir einmal upgraden. Da könnten wir sogar zwei T-Mox rauskriegen. Jetzt schauen wir mal, markentechnisch hat er jetzt nicht so viel, aber der World Boss würde reichen. Okay, dann mache ich das jetzt mal, besorge ein paar Marken und dann gucken wir mal. Gut, jetzt können wir das Teil einmal reinpacken. Ich habe nämlich jetzt ein paar Marken zusammengefarmt. Und dann haben wir jetzt hier quasi auch das HC-Mock. Und jetzt könnte ich es wahrscheinlich auch noch in den Katalysator packen, um dann dementsprechend hier auch noch das Set zu kriegen. Und das machen wir jetzt als nächstes. So, dala. Jetzt können wir das Item hier noch reinpacken. Halt, stopp, ich habe es hier angelegt. Also, genau, da haben wir die Handgelenke und dann gibt es auch noch einmal das Tierset im Heroic-Modus. Jetzt schauen wir mal rein, Normal. Naja, jetzt haben wir schon vier Sachen, gar nicht schlecht. Gut, als nächstes haben wir dann noch einen Priester am Start, den Herim. Und, ja, ich glaube, Priester brauche ich soweit nichts mehr. Was haben wir denn da mit Movement Speed, eine Taille? Die wäre sogar gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, die nehmen wir. Gut, tüten wir die ein. Als nächstes haben wir dann einen Evoker hier am Start. Hat sogar noch ein paar Mounts hier rumliegen. Oh, ein Streitkolben. Dämmerung der Ewigen. Sehr schön. Noch ein T-Mock. Das können wir gebrauchen. Wunderbar. Anlegen, macht das Sinn? Was hat denn der da so? Der hat einen Stab, ne? Ja, anlegen macht dann wahrscheinlich keinen Sinn. So, dann haben wir noch einen Paladin am Start. Und was haben wir hier Schönes drin? Eine Hose aus der Rabenwehr. Ja. Ja, komm, nehmen wir sie. Was hat denn der da? Der hat noch das PvP-Set an, ne? Ich auch nichts. Gut. Dann haben wir noch einen Warrior. Was haben wir denn hier? Einen Crit-Use-Trinket. Ich glaube, Krieger war ich jetzt soweit durch mit Items. Schaut sicherheitsweise nochmal rein. Ja, genau, da habe ich nichts mehr. Gut, dann nehmen wir das doch. Hat zumindest einen Haufen Stärke drauf. 700, naja. Sollen wir die auch mal in die Leiste ziehen, die Sachen? Machen wir das mal so. Okay, gut, dann. Gut, dann müssten wir jetzt den letzten Char haben. Also es waren jetzt, glaube ich, 130. Ich habe es mit keinem verkackt, nicht so wie beim letzten Mal. War kein Zong drin. Oh, und der letzte Char hat auch nochmal ein T-Mock-Item. Das freut mich, aus der Dämmerung der Ewigen. Einmal einen Dolch. Hab mich schon gefragt, zwischendurch kamen fast keine von denen, ne? Aber jetzt, hier gegen Ende, waren da nochmal eins vor dabei. Gar nicht schlecht. Schaut euch den Char an. Ich dachte mir jetzt gerade, Dolch, okay, ich habe bestimmt eine Zweihandwaffe an. Und das stimmt auch, aber die hat Item-Level 47. Hier gut. Dann ist selbst der Einhand-Dolch besser. Und dann ziehe ich halt da noch eine Dingserbstück Schildhandzu an. Da sind wir auf jeden Fall schon besser aufgestellt. Den habe ich wieder bei Pet Battle hochgezogen, den Char. Deswegen hat der so gut wie kein Gear. Außer die Slots, die ich jetzt halt hier über Time Walker angezogen habe. Hose hat der zum Beispiel auch keine kommen. Da können wir doch bestimmt auch einen Item hier anziehen. Warte mal, machen wir mal Feuer rein. Nehmen wir hier die Hose. So, jetzt hat er zumindest lauter Max-Level-Sachen an. Wunderbar. Ich würde sagen, ich scanne jetzt einmal durch, weil mich selber auch interessiert, wie viele T-Mock-Teile wir jetzt in der Zeit gemacht haben. Ich habe jetzt wahrscheinlich fast 6 Stunden lang Vault aufgemacht und zwischendrin Marken gesammelt, ne, um diese ganzen Sachen zu holen. Zusammengeschnipselt im Video wird es wahrscheinlich auch noch 1 Stunde und mehr sein. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, wie viele T-Mocks das dann auch waren für die ganze Aktion. Sodala. Also, ich habe jetzt alles durchgescannt. So wie es aussieht, haben wir doch ein paar Teile plus gemacht. Ich kann es euch jetzt mal kurz reinziehen. Also laut Data of Azeroth habe ich 43 plus 7, also insgesamt 50 T-Mock-Teile jetzt plus gemacht. Ne? Vorhin nochmal gescannt gehabt
Und ja, dafür, dass wir jetzt einige Stunden die Vault-Geschichten aufgemacht haben, sind es doch ganz okay, viele T-Mog-Teile. Und ja, dann sind wir mit dem kleinen Opening durch. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dahin, ciao.